Hallo, hallo. Wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Also hier ist Rodi. Quark hat mir und Shadow. Hallo, hallo. Ja, schön, dass es immer so... Huch, mein Mikro. Ist abgestürzt quasi. Schön, dass es immer so spontan irgendwie so gut funktioniert hier. Wir haben gerade unsere Planung für dich gemacht wegen die DBD-Sachen. Was mir auch sehr Bock macht. Und dann war so ein, was mache ich denn jetzt? Sonntag. Ich könnte auch weiter Sinking City spielen. Oh, ups. Ja, könnten wir machen, ne? Was haltet ihr davon? Macht mein Controller auch noch mit? Der hat keine Lust, okay. Der hat Nein gesagt, hat er. Nein, abgelehnt. So, ich will auf gar keinen Fall ein neues Spiel. Ich will fortsetzen. Das hat mir echt ein bisschen mich schwer getan, da gestern auszumachen. Möchte ich ja meinen. Wie das mal davor auch schon. Ich glaube, das war ganz gut, dass wir dann vor dem Rathaus, glaube ich, ausgemacht haben. Das wäre ich auch eskaliert. Mein Box fixen. Der funktioniert ja wieder. Das ist ja alles kein Thema. Der ist ja alles da. Hallöchen, Katz. Oh nein, aus dem Bett geschmissen quasi. Und ich habe gesagt, was ich so lange da jetzt funktioniert, ist mir erstmal egal. Ich hatte jetzt noch ein, zwei Sachen schon mal gespeichert, gesichert an Daten. Ja, mal gucken, vielleicht mache ich das irgendwann unter der Woche. Nein, ich glaube nicht. Nein. Ich glaube nicht. Hallöchen, Flicky. Hallo, hallo. Und viel Spaß mit der Jagd. Funktioniert ja wieder, ne? Und ich sehe gerade, man kann auch verlieren. Ja, ich sehe schon. Ich lade hier mal rein. Hallöchen, Fighter. Schön, dass du auch da bist. Mahlzeit. Ja, ich habe mir halt irgendwie eventuell noch sturmfrei, ne? Und es war dann auch so, ach ja, wir machen hier mal noch ein bisschen. Wäre doch schade. Ach genau, welches Ding genau hatten wir? Das Fischlager? Muss das bitte... Ach, Universität. Sorry, Universität war das nicht. Rathaus. Jagd. Ja. Hab ich gesehen. Muss ich doch nichts dran verändern. Das ist ganz wichtig hier, die Universität. Die sind ganz berühmt. Das ist das Beste überhaupt. Und so sieht der Campus quasi aus. Ganz toll. Drei Leute, die hier lesen, es ist eine Universität offensichtlich. Wendell hat sie geschickt, um mir die Bücher zu bringen, richtig? Nein. Was ist mit seinen Augen? Sie verwechseln mich mit jemandem. Oh, ich bitte um Verzeihung. Die Bücher liegen mir sehr am Herzen und ich mache mir Sorgen. Ich habe bereits seit einer Woche nichts mehr von Wendell gehört. Vielleicht können Sie mir helfen. Natürlich würde ich Sie entsprechend entlohnen. Was ist denn das Problem? Warum nicht? Was kann ich für Sie tun? Ausgezeichnet. Also, mein Name ist Samuel Hopes, Mitglied des Literaturzirkels Altera Pars. Charles Reed, Privatdetektiv. Gut, gut. Hören Sie. Seine Augen, ich kann nicht weggucken. Danke, Fliege, genau das. Und die anderen beiden verliehen. Ich bat Wendell darum, die entsprechenden Personen zu kontaktieren. Jesus. Gehört. Hier, die Bestandsunterlagen. Bitte finden Sie die Bücher. Sie sind sehr wertvoll. Der Typ ist nicht so wichtig? Warum sind sie so wertvoll? Es handelt sich dabei um das 3., 7. und 9. Buch aus der Feder des ergebenen Dieners. Die vollständige Sammlung bestehend aus 11 Büchern ist unser wertvollster Besitz. Der richtige Name des Autors ist unbekannt, aber er stammte sicherlich aus Oakmont. Ich meine, kann ja wirklich sein, dass er so halb Innsmouther ist oder okay. So, und dann sehen die halt so aus. Aber er hat keine Kiemen, ansonsten sieht er völlig normal aus. Ein neuer Fall Bücherblume. Okay, dann lest sie mal weiter. Wir wollten eigentlich rein. Ich habe jetzt auch so schon eine Nebenquest angenommen. Hups. Willkommen in der Universität von Oakmont. Wie kann ich Ihnen helfen? Die Emoze. Was ist hier schon normal? Gar nichts. Ich weiß, ne? Eigentlich gar nichts. Kennen Sie diese Flasche? Wissen Sie zufällig, woher sie stammt? Tut mir leid. Wir haben hunderte solcher Flaschen in der Universität. Verstehe. Hat der einen Bart? Oder ist es seine Lippe? Sie brauchen eine Analyse. Ich bin mir sicher, jemand aus der medizinischen Fakultät kann Ihnen da weiterhelfen. Beides. Ja. Ich suche Professor Westerbrook. Wissen Sie, wo ich ihn finde? Sie sind derjenige,
der ihm die Exemplare bringt? Exemplare? Oh, vergessen Sie es. Er ist in der... Ja, ich bringe die Exemplare. Sicher. Ich zeige Ihnen, wo sie ist. Wer kommt denn da gerade? Schönen Tag noch. Wiedersehen, Sir. Naja. Ich will auch Exemplare. Weiß ja nicht, ob du das wirklich willst. Achso, oh. Der steht hier. Ich dachte, der wäre reingegangen. Oh, da können wir gar nicht rein. Doch, die fancy Universität jetzt? Hä, wo hat er uns jetzt gezeigt? Wo soll ich hin? Me lost again. Das da? Das da. Ich renne hier einfach in die Richtung, ne? Das wird schon passen. Ist das die medizinische Fakultät? Sieht eher aus wie die Unterkünfte. Campuswache. Geht's gar nicht rein. Wo stehe ich denn daneben? Blind ist er. Bad ist fertig, Wäsche wer räumt, gestern sich gewaschen hat und Bett gemacht. Und Kartoffeln stehen auf dem Herd. Geil. Ja, ich habe heute auch ein bisschen länger gebraucht mit Duschen-Prokrastination und so. Ja, in der Zeit schon mal Geschirrspüler angemacht und Küche aufgeräumt. Waschmaschine ist, glaube ich, auch gerade noch am Laufen. Bett gemacht, Anni gemacht. Reicht. Reicht wieder für einen Tag. Deswegen kann man sich jetzt ein bisschen zurücklehnen und spüren wir noch ein bisschen. Die Sucht kickt. Gar nicht. Nein. Ich grüße Sie, Sir. Willkommen in der medizinischen Fakultät der Universität von Oakmont. Ich heiße Samuel. Charles Reed, Privatdetektiv. Ich würde Sie gerne etwas fragen. Bis die Haut runzig wird. Mein Problem ist immer, irgendwie in die Dusche überhaupt erst reinzugehen. Das ist so, da muss ich mich ja da irgendwie waschen. Dann werde ich da noch nass. Dann muss ich mich wieder abtrocknen. Keine Ahnung, irgendwie so. Hallöchen, Mandy, wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Hoffe, geht gut, du hast wohl geruht. Kennen Sie diese Flasche? Vielleicht können Sie mir sagen, was sie beinhaltet. Die ist aus unserem Labor. Davon haben wir viele. Was Ihren Inhalt betrifft, ich müsste ihn genauer analysieren. Könnten Sie das für mich tun? So eine Analyse ist nicht ganz billig. Außerdem sind wir im Augenblick leider in gewisser Weise verhindert. Was ist los? In unserem Labor tummeln sich... Nun ja... Ja, kümmern wir uns. Professor Westerbrook betritt mit seinen Forschungen Neuland und etwas ist schiefgegangen. Enorm schiefgegangen. Na, ich muss sagen, heute geht's noch mit dem Wetter, aber ich glaube, so die... Anfang der Woche war das viel schlimmer. Da hatte ich das Gefühl, nach dem Duschen direkt wieder duschen zu müssen. Weil ich so geschwitzt habe einfach. Das ist richtig unangenehm. Wenn ich mich als Kammerjäger betätige, würden Sie diese Analyse dann durchführen? Kostenlos? Unsere Mittel sind begrenzt. Sie würden der Wissenschaft einen wertvollen Dienst erweisen, Mr. Reed. Wäre das nicht genug? Dann soll sich die Wissenschaft selbst einen wertvollen Dienst erweisen. Na schön. Kümmern Sie sich um die Kreaturen und dann führe ich die Analyse für Sie durch. Hier ist der Schlüssel zum Untergeschoss. Ich mag ihn. So eine schöne doofe Antwort, ey. Richtig gut. Richtig gut. Naja, helft euch halt selber, ihr Trottel. Macht euch selbst Gefallen, ist mir egal. Oh, Loot. Okay, da gehen wir gleich runter. Gibt's noch mehr Loot? Oh. Der EOD ist verboten an alle Mitarbeiter und Studenten der Universität von Oakmont. Fortan ist die Erwähnung der Organisation eines jeden oberste Dringlichkeit. Was? Hat man das nicht im Englischen irgendwie was Cooleres? Ist jeden oberste auf dem Gelände der Universität verboten und kann zur Entlassung bzw. Extremakulation führen. Das gilt auch für das Zuschauer zur Schaustellen. Ihre Symbole, die namentliche Erwähnungen derzeitiger oder ehemaliger Mitglieder und die Befürwortung für Erwartung ihrer Ansichten. Es sind Berichte eingegangen, wonach der EOD in ganz Oakmont unter dem Deckmantel der Wohltätigkeitsarbeit Einfluss auf die Menschen nimmt. Diese Organisation ist gefährlich. Oh, krass. Die Tür gibt nicht nach. Da haben wir noch keinen Schlüssel für. Also, wenn die Universität das sagt, würde ich ihr das sogar glauben.
wenn Anna hier vorher studiert hat und die sie quasi trotzdem als, ich sag mal, Feind betrachten. Ja, das, da ist was. Da ist was. Na. Ist eigentlich trocken angezogen vom Rechner. Mit einmal fängt es dann wieder zu laufen. Bäh. Ii. Pfui, pfui, pfui. Bringen die schon noch alle oben? Das hat gar nicht gelebt da hinten. Aber das hat gelebt. Und das hat gelebt. Ich kann mal gucken. Ich glaube, wir müssten eigentlich die auch mit dem hier kriegen. Na komm, stell dich nochmal ein bisschen ungünstig hin. Easy. Monster tot. Finde ich gut. Können wir mal so machen. So ein bisschen kleine Barriere davor packen. Erste Hilfe. Na dann heilen wir uns eben mal. Wir sind trotzdem auch nicht voll geheilt. Ich dachte wirklich, dass im Hintergrund wäre hier ein Monster. Zum Glück ist die Kreatur tot. Warum wird sie überhaupt hier aufbewahrt? Was nicht heißt, dass es ihm gut geht, wenn er das Ding anguckt. So gar nicht. Sogar böse in den Büchern. Sehr schön. Dann ist wieder alles richtig. Noch die Bratwürste, Sauerkraut. Oh. Gut, klingt richtig gut. Experimentprotokoll Teil 2, 10. März. Ohne die lästigen Regel. Was? Reglementierungen? Was sind denn Reglementierungen? Richtlinien? Kann ich nun endlich meine Experimente ohne Einschränkungen durchführen? Ich muss mehr herausfinden. Das Versuchsobjekt blieb am Leben, obwohl ich ihm die Hälfte der inneren Organe entnommen hatte. Faszinierend. Ich stehe kurz davor, die Biologie zu revolutionieren. 15. März. Ich entwickelte eine Methode, mit der ich Gewebe reanimieren kann, selbst wenn es bereits seit mehreren Wochen abgestorben ist. Das ist monumental. Die Möglichkeiten, die sich dadurch bieten könnten. Ob sich diese Methode auch auf den Menschen übertragen lässt? Ich brauche freiwillige Testpersonen. Also Einschränkungen. Ja, genau. Regeln, die besagen, was man sich da tun darf. Also, erschließt sich mir auch aus dem Kontext, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das Wort schon mal gelesen habe. Reglementierungen. Reglementiert? Oder immer so ein Wort, das man immer falsch verstanden hat. So wie Schnitzeljagd oder so, ja. Sieht ganz schön teuer aus. Die Universität von Oakmont verfügt über hohe finanzielle Mittel. Wie kann man so ein Ding auch nur anfassen, geschweige denn sezieren? Die wollen halt wissen, was los ist. Und ich meine, ähnlich wie auch der eine andere Wissenschaftler, ne? Ist natürlich, ja, unendliches Leben oder so. Und Sterblichkeit. Heilungsmöglichkeiten. Hallo, Yugureji. Wunderschönen guten Morgen. Good. Wir jagen das Schnitzel und hauen es dann in den Schredder. Ja, genau. Mittlerweile habe ich aber gesehen, es gibt schon ein, es ist ein Kartenspiel, das heißt wirklich Schnitzeljagd. Da hat sich jemand mal Kopf gemacht und hat wirklich aus dem Wort Spiel gemacht. Also wenn jemand sagt, komm, wir spielen Schnitzeljagd, das Spiel gibt's wirklich. 2. März. Endlich habe ich ein lebendes Exemplar erhalten. Wenn auch das bisher kleinste. Meine Mitarbeiter nennen es Mr. Handsome. Aber ich muss mir eine offizielle Bezeichnung einfallen lassen. 3. März. Die ganze Nacht habe ich mir Gedanken über einen Namen gemacht und mit ersten Experimenten begonnen. Die Kreatur hat sich als außergewöhnlich resistent gegenüber Säure, Stromschlägen und allen mir zur Verfügung stehenden Giften erwiesen. Ihr Gekreische wird mir jedoch nicht so schnell aus dem Kopf gehen. 5. März. Gestern hatte ich eine Vision. Tausende Hände umhüllten mich wie eine Bettdecke und ich hörte einen Namen. Stygischer Schnitter. Ich sehe Sachen. Ich frage mich, ob wir das, was wir da gerade gesehen haben, auch mal irgendwann in echt sehen werden. Weiß nicht, was er da sieht. Wundert mich echt.
Was wohl passiert, wenn man diesen Knopf sehr verlockend... Ja, drück ihn! Drück ihn! Drück ihn! Oh, das war eine dumme Idee. Das war eine ganz dumme Idee. Kletter, kletter doch! Die Monster im Keller sind tot. Wo ist er denn hin? Der Knopf war böse. Ich weiß! Ich musste ihn drücken. Das versteht ihr doch bestimmt alle. Das Schlimme ist hier eigentlich bei dem Kampf gerade die Sanity. Wenn sie noch weiter sinkt, haben wir gleich ein Problem. Du musst ja immer allen helfen wollen, ja, ja. Wir wollen nur helfen. Nicht, dass sie später von dem Monster angegriffen werden. Aber wir wussten schon, dass es durch Elektroschläge wiederbelebt werden kann. Das ist nichts Neues. Der nimmt es auch einfach so hin, ne, dass er da durchläuft. Das juckt ihn gar nicht. An mich ran. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ja. Es ist voll die bekloppte Ecke zum Kämpfen hier. Oh nein, nicht die Kugel verballern. Nein, nicht die Kugel verballern. Oh, wir haben die guten Sachen. So viel kannst du doch gar nicht mehr fressen. Ich habe da unten Kampf angesettelt, tut mir ein bisschen leid und so. Ist sicher unten. Die anderen Gegner sind tot. Schakow 12, ja, ja. Ja, das tat weh. Das war unnötig schmerzhaft. Oh, was der frisst an Heilung ist ja auch. Irre. Muss ich ja sehr direkt wieder Sachen herstellen. Das ist ja schlimm. Aber mit dem kämpfe ich nicht so gerne im Nahkampf, möchte ich meinen, ja? Also. Das hier noch? Oh, Loot, nice. Aiohol, Federn, Muni. Sehr schick. Ich habe auf jeden Fall noch einiges zu untersuchen und zu machen. Hier, mal gucken. Erstmal das bei uns mit dem Bequatschen noch, was wir hier getan haben. Ob das dann schon reicht. Ihr Labor ist frei von sämtlichen Fremdkörpern. Ausgezeichnet, Mr. Reed. Sie haben auch Ihr Forschungsprojekt ist tot. Jetzt können wir uns wieder an die Arbeit machen. Ihr Labor ist interessant. Was hat es mit den Experimenten an diesen Kreaturen auf sich? Wir behaupten einfach, das war schon lebendig. Nicht wahr? Und der unanfechtbare Beweis für eine bis dato unbekannte evolutionäre Entwicklung. Kann man uns da die Experimente verübeln? Vielleicht nicht, aber da unten ist so viel totes Fleisch. Das lockt ungebetene Gäste an. Haben Sie sich darüber keine Gedanken gemacht?
Nun ja, nicht wirklich. Sie haben recht. Ja. Vorsichtiger sein. Es wird einfach nicht berücksichtigt. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Hier, die Flasche, damit Sie die Analyse durchführen können. Richtig. Warten Sie hier. Sollte nicht allzu lange dauern. Oh, praktisch. Wir haben unsere Analyse abgeschlossen, Sir. Es handelt sich um Rizin. Rizin? Ein äußerst giftiges Protein aus den Samen des Wunderbaums. Das Gift wirkt langsam, ist für Menschen aber tödlich. Mhm. Wo bekommt man Rizin? Man kann so ein Gift ja bestimmt nicht in der Apotheke kaufen. Rizin ist in der Tat schwer zu bekommen. Allerdings haben wir eine kleine Menge zu Forschungszwecken hier. Oder hatten. Ich fürchte, dass das Rizin aus unseren Beständen stammt. Das Etikett stimmt zwar nicht, aber die Flasche sieht definitiv wie eine von uns aus. Wo haben Sie sie her? Von einem Tatort. Jemand hat versucht, damit Fisch zu vergiften. Wie schrecklich. Ich muss jeden in der Universität davon in Kenntnis setzen. Ja, wer hat denn da Zugang? Wer hat Zugang zu dem Ort, an dem hier Gift aufbewahrt wird? Nur Professor Westerbrook hat den Schlüssel. Sein Büro ist oben, direkt neben dem von Professor Cavendish. Allerdings ist Professor Westerbrook Cavendish. Nicht da. Er ist seit ein paar Tagen krank und Professor Cavendish ist im Urlaub. Wo wohnen Sie? Das weiß ich nicht, aber vermutlich irgendwo im Stadtteil Advent. Die meisten Lehrkräfte wohnen dort. Warten Sie, glauben Sie etwa, es war einer von Ihnen? Ich ermittle in alle Richtungen. Darf ich nach oben? In Ordnung. Das ist eine ernste Angelegenheit und ich will Ihnen helfen. Hier ist der Schlüssel. Aber bitte bringen Sie nichts durcheinander. Ich nehme nur mit, keine Sorge. Ich würde gerne mehr über Ihre Professoren erfahren. Bin mal vorsichtig genau beim Looten. Ich wüsste gerne mehr über Westerbrook. Er leitet unsere Fakultät. Er arbeitet hier seit mindestens 30 Jahren. Kaum jemand ist länger hier als er. Wie Sie bereits gesehen haben, interessiert er sich vor allem für die Wildbeester, die seit kurzem unsere Stadt unsicher machen. Ja, Sie haben hier eine ziemlich einzigartige Fauna. Ich weiß nicht, wie Mr. Throckmortons Männer das geschafft haben, aber sie haben lebende Exemplare für die Forschungen des Professors beschafft. Er glaubt, dass er kurz vor einer bahnbrechenden Entdeckung in der Evolutionslehre steht, von der seiner Meinung nach die gesamte Menschheit profitieren wird. Manche Dinge wären für die Menschen vielleicht tot besser als lebendig. Sie sind deswegen haben wir es schon abgeschlossen. Oder? Ja, ja. Der Tod ist kein guter Lehrmeister. Ja, Tatsache sind halt viele medizinische gute Geschichten in schlimmen Situationen rumgekommen, ne? Was können Sie mir über Professor Cavendish sagen? Er gehört zu den brillantesten Köpfen, die wir hier haben. Ein Doktortitel schon mit 25, das muss man sich mal vorstellen. Seine Kenntnisse in Biochemie suchen ihresgleichen. Er würde einen Nobelpreis verdienen, wenn er seine Studien denn abschließen könnte. Was hindert ihn daran? Ich weiß es nicht genau. Irgendwelche Familienprobleme. Er ist deswegen schon länger verschlossen, reizbar und nicht ganz bei der Sache. Ich hoffe, er kann diese Probleme bald hinter sich lassen. Sein Talent wird hier gebraucht, vor allem in finsteren Zeiten wie diesen. Man sieht sich. Na gut. Dann können wir jetzt wahrscheinlich hier hoch. Die Räumlichkeiten noch looten. Westerbrook. So, Mitteilung vom Professor. Das ist doch absurd. Wie kann es 5 Monate dauern, mein Büro zu renovieren? Ich habe genug davon, im Gang zu arbeiten. Und werde erst wieder einen Fuß in dieses Gebäude setzen, wenn die Renovierungsarbeiten abgeschlossen sind. Oder wenn Sie mir Cavendishs Büro geben, sagen Sie das der Leitung. Für mich war es das mit dieser Farce. Westerbrook. Sieht doch okay aus. Ah ja, da dürfen wir gleich richtig einbrechen. Ich soll nur nichts aus dem Durcheinander bringen, ne? Ich muss wahrscheinlich drauf schießen, weil ich keine Nahkampfwaffe habe. Brüder und Schwestern. Zu persönlichen, meiner amerikanischen Mitbürger. Sie sind auch Amerikaner, Bürger von Oakmont. Wie lange sollen wir noch dabei zusehen, wie diese fischgesichtigen wie lange sollen wir das noch hinnehmen? Diese vermaledeiten Degenerierten, die sich im EOD zusammengerottet haben, durchgestrichen.
Okay. Alank. Hä, wo zeigt der hin? Zeigt er auf die Tür? Ja, da gehen wir gleich hin. Huch. Hier, ein Stück Seife. Oh, ist ein Schlüssel. Sollte für die Fertigung eines Zweitschlüssels reichen. Oh. Hieß es nicht auch? Glatzkopf? Quasi? Dass da jemand eingebrochen war, der so aussah? Hä? Ich verstehe diese Schlösser manchmal nicht, ne? Die Flaschen sehen genauso aus wie die mit dem Gift. Wie viel hier einfach ist. Alle Hinweise. Können Gedankenspielchen machen? Nee, das ist alles egal, okay, gut. So, George Cavendish, ein Professor an der Universität, war derjenige, der das Gift entwendete. Er fertigte einen Zweitschlüssel zum Lagerraum mit den Giftbeständen der Universität an. Einer seiner Studenten vermutet, dass er irgendwo im Bezirk Advent wohnt. Das sind wir auch noch nicht. Gut. Der Giftdieb. Jetzt müssen wir gleich mal Mappe gucken. Was denn hier noch alles? Da müssen wir einmal untersuchen gehen. Wir hätten jetzt aber auch noch eine Nebenquest bekommen mit den Büchern. Oh, da müssen wir auch. Ach. Wohnt irgendwo im Bezirk. Da müssen wir auch nochmal gucken gehen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Dann gehen wir jetzt zum. Was ist denn da das Beste? Rathaus wahrscheinlich? Was ist denn hier schon wieder das Rainbow? Ich brauche doch meine Schnellreisen. Wer läuft denn hier gerne? Die können wahrscheinlich zu beiden Fällen Adressen raussuchen und dann. Aber noch ein bisschen Hauptstory, ne? Regen. Aber ja, es gibt mehrere Möglichkeiten, an Infos zu kommen. Das ist auf jeden Fall. Sollte man sich das mal abspeichern. Dass die Polizei auch ein Archiv hat. Dass sie für nichts anderes da sind wie die anderen. Ach ja, die wieder. Hören Sie auf, mich zu belästigen, Neuankömmling. Ich wollte Ihnen einen wunderschönen guten Morgen wünschen. Manu. Da sind wir hier falsch. Okay, und das da? Da, immerhin das da. Okay, wow. Irgendwo im Advent. Advent. Angestellter von der Bank. Ist das ein Bürger? Personenstandsbücher? Ja, Arbeitsunterlagen wollte ich auch gerade. Alle sind auf Fahne. Oh, sehr schick. Sehr, sehr schick. Da haben wir jetzt hier. Da machen wir jetzt das andere. Was hatten wir denn? Das sind die drei Bücher. Ah, okay, dann müssen wir drei Bücher. Oh, dann laufen wir durch die Gegend reisen. Mensch.
Aber warum? Wir suchen doch gerade eine Adresse. Hey, jetzt. Ich hatte den falschen Hinweis dran. Wir sind hier völlig richtig. Bürger. Medizinische Fakultät von Oakmont. Familienstand geschieden. Ja gut, haben wir auf jeden Fall die Adresse. Die Bälde-Daten einmal abgeholt hier. Und bleiben wir da auch dran. Ne? Dachte, wir müssen jetzt schon wieder irgendwo anders hingehen für Nachforschungen. Nee. So, wir sind hier im richtigen Bezirk. St. Michael's Road. Wieso ist hier schon die Hälfte unter Wasser, ey? Also hier ist Carpenter Street, geht hier lang. Constitution Street. Definitiv. Wo wohnt denn? Ach, hier ist. Ja, hier ist die St. Meine Güte. Carpenter ist hier unten und. Da müssen wir hier gucken. Dann gucken wir aber gleich noch nach den anderen Örtlichkeiten, so wie wir das bei den anderen gemacht haben, dass wir das noch mitmarkieren. Retired Süd. Baker Street Geschichte. Hat man da nicht schon was gesehen? Ein einzelnes Anwesen? Zwischen Hurricane Road und Ambrose. Da haben wir was. Dann haben wir noch Charles West. Hallöchen, Lumi. Einen wunderschönen guten Morgen. Der ist die Würstchen gleich wieder. Sehr, sehr, sehr passend, ne? Katz isst die gleich alle auf. Hoffe, du hast ein schönes Wochenende bisher gehabt. Ja, kocht für uns. Yes. Die guten Würstchen. Error in der Shine. Ich mache gerade hier Google Simulator. Wie heißt denn das? Google Map Simulator. Und Justice, dann ist das hier unten. Und der dritte haben wir noch. Zentrum. Oh, Zentrum ist gut. Da müssen wir nämlich eh hin. Da dachte ich, hatten wir nicht irgendwas platziert noch? Hat man das andere nicht platziert? Manu. Carpenter Street zwischen Benelleran Road und Tige. Und Hawthorne Avenue. Wartet mal, meine anderen Marker sind alle weg. Oder? Wo sind meine anderen Marker für die anderen Nebenfälle? Hat die jemand weggemacht? Jetzt sind die weg. Und das ist, wenn man mit den Fällen hin und her wechselt, dass man dann nur die Sachen hat, die man gerade aktuell braucht. Das wäre natürlich auch clever, aber... Was meine ganzen Sachen hin? Auf Weinfest! Oh, sehr schön, freut mich. Aber was war Schickes getrunken? Ist nicht Lumis Würstchen? Nein, nein, halt nicht Lumis Würstel essen. Klingt überhaupt nicht falsch. Ich würde gucken. Diese Tides und Hawthorne Avenue. Carpenter, Hawthorne Avenue ist hier. Das ist das. Das ist Benelovin Tides ist das dann ungefähr hier. Wenn ich jetzt auf die Karte gehe, haben wir nur die drei Sachen. Oh, Kotz, Birk, Irk. Und ich auch wieder diesen Fall auswähle, haben wir wieder das hier markiert. Okay, cool. Na gut. Einfach durch die Karte probiert. Ah, sehr, sehr gut. Hihihi. Sie finden bestimmt etwas, das Ihnen gefällt.
Alice vom Bauernhof, wie immer. Würde mich auch ein bisschen schockieren, wenn es auch immer nicht vom Bauernhof wäre. Was ist das hier für ein Berg? Wer wohnt denn hier? Wir müssen überhaupt nicht hin, aber ich finde es einfach interessant, dass hier ein Haus auf dem Berg steht. Das basic ist das. Ach, hat man so selten. Oh, ist eine Kirsche. Eine Kirsche. Die Tür gibt nicht nach. Geschlossene Veranstaltung. Sind wir gerade im gefährlichen Gebiet? Nee. Nee, wir doch nicht. Hier ist alles schicki. Junge, stöhn halt rum. Gibt auch Sachen aus dem Discounter. Ja, gut. Den guten Senf gibt's auch nicht auf dem Bauernhof. Das kann ich auch verstehen. Nur eine Straße weiter. So. Der Cavendish wohnt hier um die Ecke. Der hat wahrscheinlich das Gift geklaut. Also, ist naheliegend, aber ganz würde ich mich darauf noch nicht festlegen wollen. Wohnt da noch im letzten Häuschen. Die Tür gibt nicht nach. Keller hat da keinen. Okay. Wenn Sie ihn wollen, nehmen Sie ihn. Kostet nichts. Okay. Ich brauche gerade keinen Kinderwagen. Danke. Wieso muss ich denn heute mal alles aufschießen? Erstmal looten gehen. Dafür sind wir eingebrochen. Da ist ja noch ein Schloss. Warum ist hier so ein... Wollen wir irgendwas fotografieren oder ist das nur so ein subtiler Hinweis? Was kam jetzt dieser Sound? Haben wir irgendwas gesehen? Ist das nicht der Sound, wenn man immer tote Leute sieht? Weil wir versuchen zu schaufeln bei dem Ding? Nee, noch gar nicht. Der Ziegelstein hat immer gut funktioniert. Aber können wir gleich nochmal probieren? Haben wir noch eine verschlossene Tür? Hat sie sich wieder vertan, so wie immer. Oder manchmal passiert das halt einfach. Westerbrook ist für gewöhnlich um 14:30 zum Mittag. Seife beschaffen. Anna treibt sich immer auf dem Fischmarkt herum. Sie sollte nichts mitbekommen. Neue Ladungen Fisch werden alle 2 Tage geliefert. Eine Unze pro Kiste sollte genügen. Die Wache verbringt nachts die meiste Zeit im ersten Stock. Überlegen, wie ich den Verdacht von Professor Westerbrook ablenken könnte. Ich will ja nicht, dass er in Schwierigkeiten gerät. Ich darf nicht vergessen, die Flasche zurück in den Lagerraum zu bringen. Über Plan B nachdenken. Das war dann aber der Plan A. Cavendish hat eifrig nachgeforscht. Und letztendlich dreht sich alles um den EOD. Zeitungsausgabe. Es werden immer mehr. Mehr und mehr Menschen in Oakmont verschwinden spurlos. Unter den Einheimischen macht sich Panik breit, seit überwiegend in den Bezirken The Shell, Salvation Harbor und Grimhaven Bay Menschen verschwinden. Captain Caleb Lyons von der Oakmonter Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise deuten auf eine Verbindung zwischen den vermissten Fällen und der Wohltätigkeitsorganisation EOD hin, die sich seit kurzem vor allem unter den ärmeren Teilen der Bevölkerung zunehmender Beliebtheit erfreut. So Lyons. Die meisten Vermissten haben sich entweder der Organisation angeschlossen oder von ihr Almosen erhalten. Wer sachdienliche Hinweise hat, möge sich bitte an die Polizei wenden. Der Chronicle rät seinen Lesern, verdächtige Neuankömmlinge zu meiden. Vor allem, wenn es sich dabei um Innsmouth handelt und in den Abendstunden nicht aus dem Haus zu gehen. Bleiben Sie wachsam. Nein, okay. Aber was ist das mit dem Sound eben noch? Irgendwie wahnsinnig gemacht, so.
Okay, easy, danke. Ich habe dich geliebt. Ich habe dich immer geliebt. Etwa Anna? Wo ist er denn immer hin, der Junge? Will hier doch noch raus. Wir haben noch nicht mal ansatzweise alles gefunden. Dem Staub nach zu urteilen, wurde dieser Ring schon lange nicht mehr getragen. Warum liegt er hier herum? Patronen? Fragezeichen? Mitnehmen? Nicht? Okay, gut. Ich bin immer der Meinung, wenn da so ein Stativ ist, dann haben wir irgendwo was. Weil wir es einmal hatten. Einmal. Aber er ist geschieden, genau. Jetzt ist die Frage, ist er von Anna geschieden? Wo war denn seine Küche? Ach, hier hat er Sachen verbrannt, ne? Hier findet man nichts mehr. Hat denn der Typ schon wieder alles getrieben hier? Dieser Cavendish hat eifrig. Das da. Vom Februar noch. Aufgrund von Auseinandersetzungen zwischen Einheimischen und Innsmouthern herrscht im Bezirk The Shells Unruhe. Die Ursache dafür scheint das Verschwinden mehrerer Frauen zu sein, wobei Einheimische eine Gruppe Innsmouther dafür verantwortlich machen. Die Polizei von Oakmont setzt ihre Ermittlungen unvermindert fort, hat bisher jedoch keine Hinweise, die zur Aufklärung der vermissten Fälle führen könnten. Einer Quelle aus dem Bezirk The Shell zufolge wurden Spuren von Fischschuppen und Seetang am Wohnort mehrerer Vermisster gefunden, was vermutlich zu den besagten Auseinandersetzungen zwischen Einheimischen und Innsmouthern geführt hat. Nachgeforscht. Und letztendlich sollten wir alles haben. Sich alles um den EOD. Hey, och, der. Krieg ich auch eine Portion? George, ich kann so nicht mehr weiterleben. Es gibt da etwas, das ich dir sagen muss. Sieht aus wie er, ne? Von den Haaren her. Es interessiert mich nicht, was dein verfluchter EOD-Kult verlangt, Anna! Ich dachte, das Kind ist von mir. Von mir! Du wirst den höheren Zweck niemals begreifen. Mein Kind trägt den Segen der See. Ich verlasse dich, George! Okay, dann wollen wir mal sehen. What? Deswegen auch mit dem Kinderwagen, das ist ja gratis ist. Bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. George, ich kann so nicht mehr weiter. Du wirst den höheren Zweck niemals begreifen. Mein Kind trägt den Segen der See. Mal die beiden Sachen ändern. Ich verlasse dich, George! Dankeschön. Guck mal, fliege dir den Rest. Alles, was du nicht schaffst. Du wirst den höheren Zweck niemals begreifen. Mein Kind trägt den Segen der See. Ich verlasse dich, George! George Cavendish hatte eine Frau namens Anna. Sie bekam ein Kind, das nicht von ihm war, sondern den Segen der See trägt und vom EOD eingefordert wurde. Dies führte dann zur Trennung. Hört sich einfach nicht so gut an. Oh no, kippt er wieder zusammen. Ich hab hier doch noch was vorgehabt in der Ecke. Mann. Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Beruhigen Sie sich. Ui, Kevin. Ich heiße Charles Reed und bin Privatdetektiv. Im Augenblick sind Sie jemand,
der in mein Haus eingebrochen ist. Ich hoffe, dafür gibt es eine gute Erklärung. Weiß noch nicht. Anna schickt mich? Vielleicht können wir ihn damit ein bisschen beruhigen? Nur nicht nervös werden. Anna vom Fischmarkt bat mich, sie zu finden. Sie kennen sie doch, oder? Ich hätte es wissen müssen. Ich kenne sie besser, als sie denken. Was will sie nun von mir? Sie hat mir bereits alles genommen, was ich hatte. Es geht nicht darum, was sie will, sondern darum, was sie getan haben. Sie haben den Fisch vergiftet. Und ja, ich kann es beweisen. Moment! Bevor Sie voreilige Schlüsse ziehen, sollten Sie wissen, dass es dafür einen guten Grund gab. Letzten Endes hat es mit Anna zu tun. Jetzt bin ich aber gespannt. Welchen guten Grund könnte es geben, unschuldige Menschen zu vergiften? Sie wissen doch, dass der EOD Essen an die Bedürftigen verteilt, oder? Genau das ist das Problem. Denn sie tun es nicht der Wohltätigkeit wegen. Sie wollen ihren Einfluss vergrößern und neue Mitglieder gewinnen. Einige dieser Initiaten, wie sie sie nennen, verschwinden spurlos. Und nicht nur sie. Auch normale Leute werden verschleppt. Und was soll da der vergiftete Fisch bringen? Wissen Sie, nicht jeder in der Stadt ist vom Rufschädigung EOD begeistert. Halt. In der Bevölkerung regt sich Widerstand. Unter den Reichen wie auch unter den Armen. Die Nachricht, dass der Fisch des EOD vergiftet wurde, sowie mehrere Zwischenfälle, könnten so viel Angst und Argwohn erzeugen, dass der EOD zu Fall gebracht wird. Ja, und Anna? Was hat Anna mit all dem zu tun? Wie Sie vielleicht schon erfahren haben, ist sie... war sie. Meine Frau. Aha. Langsam ergibt das alles einen Sinn. Der EOD hat sie mir weggenommen. Angefangen hat es mit dem kostenlosen Fisch. Wir alle hatten damals wenig zu essen. Aber dann haben sie sie mit ihrem Unfug über die wohltätige See und den höheren Zweck Gehirn gewaschen. Anfangs habe ich darüber hinweggesehen, doch dann... wurde sie schwanger. Ja. Zuerst war ich ganz aus dem Häuschen. Aber eines Tages kam diese... Schlange zu mir und gestand mir, dass das Kind nicht von mir ist. Sie sagte, es trage den Segen der See, dass der EOD es so verlangte. Der Teufel soll sie alle holen. Das war einfach zu viel. Oh. Jetzt hat die Frage, ich glaube natürlich nicht, dass es die See war, aber hat sich da jemand an die vergriffen? Es muss doch einen anderen Weg geben, mit dem EOD fertig zu werden. Wenn die Verbrechen des Ordens so offensichtlich sind, warum gehen sie nicht einfach zur Polizei? Diese Halunken vom EOD können sich wie Aale aus allem herauswinden. Und bei Kauil, sie wissen, wie man ein blitzsauberes Image pflegt. Dennoch war ich bei der Polizei, aber dort hat man mir nicht geholfen. Und an die Öffentlichkeit zu gehen oder den Orden sogar vor Gericht zu zerren, wäre reiner Selbstmord. Und wie soll es weitergehen? Ich... wurde unterbrochen und konnte mein Werk nicht vollenden. Der EOD erhielt eine frische Ladung Fisch. Aber jetzt sind sie natürlich gewarnt und bewachen das Lager aufmerksamer. Mir ist bewusst, dass ich eigentlich nicht in der Position bin zu fragen, Mr. Reed. Aber nachdem Sie jetzt meine Sicht der Dinge kennen, würden Sie mir helfen? Ja, ja, stimmt schon. Katze, hast völlig recht. Kann natürlich auch die See gewesen sein, aber... Ist mal so die Frage, wie viel, ne, Übernatürliches hat dann halt irgendwie mit da mitgeschwenkt oder vielleicht irgendjemand anderes vielleicht noch. Weil wenn der EOD sie quasi angeworben hat, müssen es ja noch andere Leute über ihr stehen. Reden Sie weiter. Was soll ich für Sie tun? Vergiften Sie den restlichen Fisch. Das Gift verbreitet sich bereits, aber das reicht nicht. Da der EOD sie hergeschickt hat, vertraut man ihnen dort. Daher sollte das kein Problem sein. Mein Spitzel beim EOD berichtete mir, dass sie gerade eine frische Ladung erhalten haben. Um die müssten sie sich kümmern. Ich finde gerade beides falsch. Dafür werden sie mir was schuldig. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er unbedingt den Tod verdient. Ich kann schon verstehen, dass er versucht, den EOD halt aufzuhalten, aber es muss doch anders gehen. Ihr Spitzel beim EOD. Aha. Ist er dort in einer einflussreichen Position? Ah, ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen.
Sie benötigen etwas vom EOD. Ja. Ich bin auf der Suche nach einer Person, die möglicherweise von diesen Leuten festgehalten wird. Mein Spitzel könnte da weiterhelfen. Wenn jemand vom EOD festgehalten wird, muss er es wissen. Wie Sie sehen, hätten wir also beide etwas davon. Hören Sie, ich muss darüber nachdenken. Natürlich, aber lassen Sie sich nicht allzu viel Zeit. Ich kann Sie erst gehen lassen, wenn ich eine Antwort habe. Ich hoffe, das verstehen Sie. Gedankenspielchen. Wo fangen wir denn an? Das EOD forderte ein Kind von Anna. Richtig, richtig weird. Mit dem Segen der See. Hat sie jetzt ausgetragen. Und das hat sie einfach übergeben. The hell? Cavendish ist dem EOD treu ergeben, also Anna, ne? Und wird jeder Anweisung ohne zu zögern folgen. Gibt ihr einfach ihre Kinder, die sie dann kriegt. Anna verheimlicht die zwielichtigen Ambitionen, die Macht in der Stadt an sich zu reißen. Ja, die leistet keine ehrliche, wohltätige Arbeit. Wir haben sie jetzt schon ein paar Mal, oder zumindest auch ihr eine Angestellte, der einfach Angst vor ihr hat. Alleine das, bin ich der Meinung, ist Aussage genug. Verbrechen und wir haben einen geheimen Lagerraum. Leistet nicht nur gemeinnützige Arbeit, sondern ist ganz sicher auch in dunkle Machenschaften verwickelt. So, und George hat jetzt die Vorräte vergiftet, um die Wohltätigkeitsarbeit zu sabotieren. Er verzweifelt, seitdem der EOD ihm seine Frau nahm. Er will andere von demselben Schicksal bewahren. Das ist ein Psychopath, der dich davon zurück... Nee, es ist schon absolut durchkalkuliert gewesen. Ich glaube, wäre er psychopathisch veranlagt, dann hätte das ganz anders ausgehen können. Ist erst mal, na klar. Mensch, ja, wird immer später. Katz, mach mal Sachen. Ich sollte George bei seinem Vorhaben unterstützen, zu Fall zu bringen, ja. Grundsätzlich will ich ihn unterstützen. Ich weiß noch nicht, ob ich Leute unbedingt vergiften muss. Und? Haben Sie sich entschieden? Ihre Methoden gefallen mir nicht. Und Ihr Plan ne? ebenso wenig. Er spricht so gut. Ist eine Bedrohung. Und ich werde diese Organisation nicht länger unterstützen. Ich mache es. Damit erweisen Sie der Stadt einen großen Dienst, Mr. Reed. Dessen können Sie sich sicher sein. Hoffentlich. Sagen Sie mir noch einmal, was genau ich tun soll. Sie müssen die frische Ladung finden. Ich muss jetzt los und meinen Spitzel treffen. Suchen Sie mich auf, wenn Sie die Sache erledigt haben. Hier ist die Adresse. Und etwas Rizin. Seien Sie vorsichtig damit. Keine Sorge. Ich will noch nicht sterben. Okay. Wir haben noch nicht alle Hinweise gefunden. Das geht so nicht. Alles abluchsern hier. Staub nach zu urteilen, wurde dieser Ring schon lange nicht mehr getragen. Warum liegt er hier herum? Er muss da hier noch irgendwo was haben. Irgendein Bild an der Wand. Oh, viele Kleidung. Viele hübsche Kleider, die vor längerer Zeit in eine dunkle Ecke weggesperrt wurden. Das riecht nach einer Familientragödie. Jetzt haben wir dieselben paar Schuhe gefühlt hier. Wunderbar. Hallöchen, Jaden. Wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Und ja, alles fein soweit. Und bei dir? Du hast schon Pläne fürs Mittagessen. Oder hast du schon gegessen sogar? Dann haben wir jetzt hier alles mitgenommen, aber wir wollten noch mal gucken. Einmal um die Ecke gehen. Um Leck. Die Bücher finden. Eiert hier.
Sieht gut aus. Zum Zoom. Danke, danke. Gerne doch. Schon früh Hunger. Oh, Nuggies mit Pommes. Oh, geil. Oh, ich hätte mal auf Nuggies. Oh. Mm. Ich habe ja leider wieder HelloFresh-Boxen da. Die darf ich jetzt erstmal heute wieder irgendwas kochen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was ankam. Darf ich mir erstmal ein bisschen was aussuchen? Dass ich heute fein kochen darf. Ja, das Haus sieht ja aus wie bei Cavendish. Geschmolzener Eisenschlüssel. Aha. So. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Oh nein. Oh nein. Meine Jacke. Das kann doch nicht rausgehen. Das geht doch nicht. Da brauchst du mir das zu viel. Ja, kann ich auch verstehen. Aber ich habe es auch extra so gemacht, dass ich jetzt immer Samstag eigentlich jetzt ein, zwei Boxen bekomme. Das reicht mir auch schon wieder da. Also. Werde ich jetzt noch wegkochen. 4 Tage habe ich da jetzt noch und dann ist wieder gut. Habe ich dir schon ein bisschen hohl? Danke. Junge! Und trotzdem kann er sich da nicht mal dünn machen, dass er da durchkommt. Oh. 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 Okay. Wie wichtig waren denn bitte diese Bücher? Wo sind wir denn hier schon wieder reingeraten? Durch 3 geheime Wände quasi. Oh, oh, oh. Also wenn es geht, nehme ich mir schon immer gerne Zeit zum Kochen, aber ich kann es absolut verstehen. Das dauert manchmal einfach auch insane lange, ne? Gedankenverwinkelungen aus der Feder ihres ergebenen Dieners. Alle bekannten Formen und Figuren sind komplexer, als Sie sich vorstellen können, werter Leser. Haben Sie jemals versucht, in eine Linie hineinzusehen oder das Ende eines Kreises zu finden? Verborgen in den Winkeln existieren ganze Reiche, Dimensionen voller Inkongruenz, wo Größe invertiert ist und Zeit optimal. Optional. Mit meiner Hilfe werden Sie lernen, einen Zugang zu diesen Orten zu finden, indem Sie sich lediglich die Linien und Winkel Ihres Geistes zunutze machen. Habe ich jetzt das Buch gefunden? Wir haben noch nicht alle Hinweise. Das geht doch nicht. Müssen Sie einfach irgendwelche Leute umbringen? Das nehmen wir halt dann so hin. Was stöhnt denn da so? Können die irgendwie fotografieren, festhalten für schlechte Zeiten oder so? Ich hab jetzt einfach nach oben gewarpt. Aus dem Weg, du Schrank! Haben wir wirklich alles gelesen und mitgenommen? Ah, hier. Wir sind oben und warten auf dich. Der Schlüssel ist wie immer unter dem Trugbild. Keine Panik, falls wir bereits vor deiner Rückkehr Erfolg haben. Wir lassen das Buch hier. Du kannst dann das Portal öffnen und uns folgen. Das war's.
crazy. Holen wir vielleicht gleich noch die anderen Bücher? Ist gar nicht so verkehrt, ne? Machen wir das erstmal fertig. Ablenkung. Ich meine, das war jetzt nur ein Nebenauftrag, dass wir eben drei Bücher noch besorgen gehen. Dann halt zufällig in der Nähe. No. Hallöchen Fufu, wunderschönen guten Morgen. Guten Mittag. Uff. Wie geht's dir? Was macht die Kunst und so? Ich habe mich eventuell in einem neuen Spiel festgesuchtet. Upsi. Upsi. War jetzt so richtig festgesuchtet, ne? Jetzt kann ich mehr. Wo war das jetzt her? Hatten? Ich glaube, das ist so eine Side-Dings. Das ist nicht das, was wir gerade wollten. Sind wir geheilt? Nee, sind wir nicht. Das waren die Pillen, das war nicht die Heilung. Upsi. Shoot. Und der Bot funktioniert übrigens auch wieder. Das ist alles wieder, funktionabel. Ich würde behaupten, hier suchen wir gerade nur so ein Briefchen. Bin ein bisschen sneaky auf einmal unterwegs. Ich war wirklich im Urlaub, ja. Anders kann ich mir das auch nicht erklären. Die ging es bisher eigentlich mal ganz gut. Dann hat er sich entschieden, nee, reicht langsam. Wir machen jetzt Pause. Zeit für den Urlaub. Wenn ich mir den nicht nehme, nimmt sich der eben den Bot selber. Hallo? Oh, Mr. Bigley, die Rohre, sie rufen nach mir. Sie erinnern sich sicher daran, dass ich mich letzten Monat mehrmals über die Rohrleitungen im Bad beklagt habe. Offensichtlich halten sie Garrusel, Geklapper und Geklucker für unbedenklich, denn sonst hätten sie sich bereits darum gekümmert. Mittlerweile sind ja allerdings auch noch Stimmen da. Tja, was nun, Mr. Bigley? Kann sie das dazu bewegen, endlich ihren schlauen Schlüssel zur Hand zu nehmen? Falls ja, ist es jetzt schon zu spät. Ganz gleich, wie viel sie an den Schrauben herumdrehen, das Angebot, das sie mir unterbreitet haben, steht. Und wie könnte ich ablehnen? Sie meinten, ich müsse nur zu ihnen nach unten kommen und sie haben mir auch gezeigt, wie. So ganz gefällt mir die Sache zwar nicht, aber sie sagten, sie hätten das bereits viele Male so gemacht. Ich brauche lediglich ein scharfes Messer. Stück für Stück werde ich zu ihnen stoßen. Und wenn ich gänzlich von hier oben verschwunden bin, werde ich als Ganzes dort unten sein. In all meiner Pracht. Ich bin nervös, aber sie haben mir versichert, dass es funktionieren wird. Nein, ich habe keine andere Wahl. Sie versprachen mir Unsterblichkeit, Ekstase und grenzenloses Wissen. Und das Beste daran, Mr. Bigley, die Rohre dort unten sollen keinen Mucks von sich geben. Sie haben es mir versichert. Hat sich die Person aufgesnitten und durch die Rohre geklettert? Was? Wie, Jesus? Aufgestanden, ganz neu. Noch Loot. Ich suche noch Loot. Aber keine Gegner, bitte. Renne ich einfach panisch raus. Ich
brauche doch mein Loot noch. Sieht doch eigentlich ganz schick aus hier. Die haben die Fallen voll. Das ist ja witzig. Momentan sieht es eigentlich gut aus. Patronen, Hülsen fehlen wie immer. Schießpulver meine ich. Aber Patronenhülsen waren gerade relativ voll, deswegen. Oh, Mama! Ja! Nö, das kann man nicht looten. Danke, Dori. Da. Ah. Warum das nicht seine Macht steigert? Ich will Cthulhu essen. Ich. So, ja. Wäre gut zu wissen, wenn wir das auch erstmal noch deaktivieren könnten. Das war das nämlich. Dieses Hin- und Herspringen ist ein bisschen nervig. Gib mir doch halt einfach alles. Mach meine Map ein bisschen messy. Ich will das so. Dass da alles auf einmal überall ist. Da beschwert sich andere Leute, dass es irgendwie so unübersichtlich ist. Guckst du, du schmeckt? Ich gehe davon aus. Gut frittiert, bestimmt. Reichert sich ja nur. ich dachte, wir teilen uns die Macht. Was suchen wir hier im Bücher noch, ne? Ich habe voll den Plan, was wir hier tun. Ein Restaurator ist noch was gegeben und an Studenten verliehen. Ich weiß gar nicht, wo wir genau sind. Das ist ein richtiges Fake aus hier. Wahrscheinlich dieses eine einsame Haus hier sein. Die Tür gibt nicht nach. Natürlich nicht. In der Baker Street auf jeden Fall. Zwischen Hurricane Road und Ambrose Street. Hm. So viele Häuser gibt es ja da drüben nicht. Gibt nicht viel Munition? Nee. Also muss halt viel selber herstellen. Wir können aber auch noch ein, zwei neue Waffen bekommen. Das ist halt noch drinne. Dafür müssen wir noch ein bisschen Hauptquest machen, was ich irgendwie immer mich ganz stark verweigere. Hier ist ja schon die Straße zu Ende, ne? Also eigentlich nur bis hierhin. Wir hatten eine Nebelmaschine angestellt. Kein Loot für mich. Bah. Mach die Hauptquest. Ich weiß nicht, ob Sherlock hier wirklich wohnen wollen würde. Zwischen Hurricane Road und Ambrose Street. Das ist, ja. Fahr doch. Wow. Hui. Oh nein, ist wieder ein bisschen was hängen geblieben. Also einmal schütteln, dann wird das wieder. Also wenn die Seite Nein sagt, dann muss doch hier noch irgendwer oder irgendwas wohnen. Ach Katz, immer diese dicken Gase. Hast du dein Sauerkraut nicht ordentlich gekümmelt oder so? Was soll denn das? Ha.
Ein Restaurator. Hast vergessen den Kümmel. Na toll. Ruckelt und zuckelt hier gerade ein bisschen. Ich glaube, der Nebel kommt nicht so gut an. Ja, viel Spaß im Lurk. Ein Taubenlurk? Wieso Tauben? Die Tür gibt nicht nach. Aber es ist wichtig. Das einzelne Anwesen in der Baker Street zwischen der und das, das ist das hier. Keiner zu Hause oder was? Uhren, ja, aber warum Taublöhr ist er? Uff. Der wieder gute AFK-Lurk hier, ja. Warum kommen wir da nicht rein? Dann pupst sie uns hier voll und haut einfach ab. Na toll. Brauchen wir da noch einen Schlüssel für? Hatten wir nicht einen? Die Tür gibt nicht nach. Dann kommen wir da jetzt nicht rein beim Buch. Pö. Das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Noch einen Brief gefunden. Ich nehme noch 4 Briefe eigentlich, ne? Das sollen wir erledigen. Na, dann machen wir eben den Auftrag. Ja, wie beim Unterschied zum Lurk of AFK, ja. Grundsätzlich ist sie ja am Keyboard, aber nicht im Stream. Das ist eben alles so affig. Scherz, West, wieder mal. Warte, wo ist Scherz? Die Hawking Line haben wir hier zwischen Warren Road und Liberty Road. Achso, ist sogar eingezeichnet. Ja, nice. Schickimicki. Können wir eigentlich auch gleich hinfahren. Müssen wir nur durch ein verseuchtes Gebiet durch. Das wird doch gut. Da können wir vielleicht ein bisschen Muni mitnehmen. Punch Kreisrennen. Kater, Hallöchen. Was machen Sie denn hier? Kleiner Schnuckel hier, ey. Oh, jetzt muss er hier kuscheln kommen. Was ist denn? Ja, springen Sie einfach auf meine Lehne. Das ist okay. Ich kann Sie nicht abhalten, nicht wahr? Muni haben wir auf jeden Fall, den Rest können wir nicht tragen. Haben wir noch Metallteile drin? Ja, 2. Wieder zurück. Sehr gut. Nice, ein Ziegelstein. Ich meine, ich könnte nachfragen, aber ich will eigentlich gar nicht wissen, wo die ganzen Gegner sind. Stoff, Quadit, Schießpulver, Patronen. Sehr gut, sehr gut. Ach ja, hi. Guten Tag.
Nachdem ich den Fisch vergiftet habe, finde ich George Cavendish in der Nähe des Lagers an der Ecke Hawking Lane und Liberty Road. Okay. Könnten Anna Bescheid sagen, machen wir aber nicht. Vergiften den Fisch und die Einwohner. Toll! Ich könnte jetzt Cavendish verraten. Könnten wir machen. Ecke des Lagers, Ecke Hawking Lane, Liberty Road. Auch gerade der Hinweis. Er will damit erreichen, dass die Macht einen Fluss abnimmt, im Gegenzug Kontakt aufnehmen. Das Lager befindet sich da. Nachdem ich den Fisch vergiftet habe, finde ich George in der Nähe des Lagers. Ob ich ihn wirklich finde, ne? Oh, da steht er doch. Hat sich gut versteckt. Alles klar, viel Spaß dir. Schönen Abend noch. Schönen Tag noch erstmal. Bis dahin. Tschüss. Die Sache ist erledigt. Ich habe den Fisch vergiftet. Sehr gut. Das wird dem EOD in Oakmont einen schweren Schlag versetzen. Sie haben ein gutes Werk getan, Mr. Reid. Wenn ich da halt gerne irgendwelche Sekten hier, ne? Und? Was steht als nächstes auf dem Plan? Leute aufknüpfen? Kätzchen ertränken? Wir haben bereits genug getan. Sobald der EOD am Boden ist, stelle ich mich der Polizei. Mir ist bewusst, dass ich Verbrechen begangen habe. Diebstahl, aber eben auch Massenmord. Ich werde mich meiner Schuld stellen. Wenigstens etwas. Mein Schicksal wünsche ich niemandem. Und schon gar nicht will ich, dass jemand anderes für meine Verbrechen büßen muss. Ah, finde ich richtig gut. Ich hoffe, ihr Spitzel ist die Sache wert, George. Er erwartet sie bereits im Untergeschoss des Fischmarkts. Er heißt Fred. Sie müssen ihm eine Losung sagen. Dachte, er sagt jetzt Fred. Witz. Schon wieder eine Losung? Oh, ja. Wir haben beschlossen, uns die Praktiken des EOD zunutze zu machen und sie gegen diese Leute einzusetzen. Witzig, finden Sie nicht? Ja, sehr witzig. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht totlache. Oh, er ist so gut. Die Losung lautet: Die See ist eine grausame Gefährtin. Viel Glück. Harriet? Kennen Sie Harriet Doe, eine Professorin an der Universität? Harriet. Ah, ja, ich erinnere mich. Eine ausgezeichnete Anthropologin. Ich habe früher immer gerne ihre Artikel gelesen. Ist sie es, nach der Sie suchen? Ja. Sie nahm an Throckmortons kleiner, Expedition in die Tiefe teil. Dort wurde sie vom EOD verschleppt. Scheint wohl ein Hobby von diesen Leuten zu sein, aufstrebende Wissenschaftlerinnen von der Universität zu entführen. Was für Freaks. Ja, bestimmt nur Universitätsleute. Wiedersehen. Gott, jetzt ist auf einmal Nacht und Nebel. Warte, hier war nicht der Fischmarkt. Ich dachte gerade, hier wäre der Fischmarkt. Wir wären da fast reingesprungen. Aber da gibt's guten Loot. Und ganz, ganz viele Monster. Das nicht schön? Eieieiei. Da, Fischmarkt.
guck mal nach dem Fred, ob der uns hier hilft. Dass wir die Harriet finden können. Untergeschoss. Schummeln wir uns hier einfach rein. Der Fred? Hallo. Sind Sie Fred? Vielleicht. Was wollen Sie? Schon komisch. Das Wasser ist unruhig, das Wetter ist schlecht und ich vermisse mein Boot mehr denn je. Wie sagt man so schön? Die See ist eine grausame Gefährtin. Ich verstehe genau, was Sie meinen. Aber hören Sie zu, es gibt da etwas, das Sie interessieren könnte. Sie suchen nach Professor Doe, nicht wahr? Wer ist das denn? Die Wissenschaftlerin, die vom Orden entführt wurde. Ich denke, wir können uns gegenseitig helfen. Wie meinen Sie das? Wissen Sie, wo sie ist? Nicht so schnell, mein Freund. Ich sagte, gegenseitig helfen nicht. Ich plaudere alles aus. Ja, erzähl. In dieser Stadt gibt es nichts umsonst, was? Ich wollte gerade sagen, nichts Gratis. Sie werden es nicht bereuen. Sie konnten sich schon ein Bild von der Stadt machen, nicht wahr? Dann haben Sie einen Vorgeschmack auf das bekommen, was noch bevorsteht. Ich will raus. Aus dem Orden und aus der Stadt. Das Problem ist, dass es deutlich leichter ist, in den Orden einzutreten, als ihn zu verlassen. Bereits der geringste Verdacht bedeutet den sicheren Tod. Ich brauche jemanden, der mich heimlich aus der Stadt schaffen kann. Und das ist dieser Tage alles andere als leicht, mein Freund. Ich wüsste nicht, wie ich Ihnen dabei helfen könnte. Sie sind doch Detektiv. Hier in der Stadt gibt es Schmuggler, die wissen, was zu tun ist. Finden Sie sie und schon haben Sie mir geholfen. Angeblich kommunizieren Sie über Anzeigen in der Zeitung. Jede Woche taucht eine neue auf, die irgendetwas mit Salvation Harbor zu tun hat. Vielleicht ist das ein Anhaltspunkt. Okay. Ich werde sehen, was ich tun kann. Und dann hoffe ich für Sie, dass Sie nützliche Informationen über den Verbleib der Professorin haben. Ich weiß, wohin sie verschleppt wurde. Ich kann sie dorthin bringen. Aber vorher müssen Sie mir helfen, und zwar schnell, sonst bin ich vielleicht tot, bevor ich Ihnen nützlich sein konnte. Ich habe wirklich den richtigen gefunden hier. Dem Robbie ein bisschen Bericht erstatten. Was ist denn das für ein Keller hier unten? Folterkammern und so. Können wir da Foto machen, Beweisbilder und so sammeln? Nicht für alle Fälle? Nein, nein, ich war nicht in ihrem Shady-Keller. Ich doch nicht. Schicker gemeine Baukeller. Wohltätigkeitsarbeit nennt man das. Ja, ja. Nein, nichts anderes ist das. Dann, ja, gehen wir zu ihm nach Hause. Sagen einmal Bescheid, was wir rausgefunden haben. Da würde ich trotzdem gern danach dann wieder die Büchersuche aufnehmen. Ich verstehe nicht, warum wir nicht in das eine Haus reinkamen. Vielleicht kommen wir erstmal in das andere rein und finden da noch eine Möglichkeit. Die wollen halt auch überhaupt nicht verstecken, dass es irgendwie ein geheimnisvoller Kult ist. Nein! Damit irgendwie gefühlt. Oh, jetzt sieht ein bisschen was getan. Es essen die was vom Lag. Das ist ein ganzer Kuchen! Ist das so eine. Is it Cake-Geschichte? What the heck? Alter! Hätte auch gern ein Stückchen davon, also das sieht schon... Oh mein Gott, das... Der Typ im Sack hat sich in einen Kuchen verwandelt. Was geht denn hier ab, Mann? Ich weiß, wer hinter der Entführung von Professor Doe steckt. Eine Organisation namens Esoterischer Orden des Dagon. Die meisten Mitglieder der Organisation treiben sich auf dem Fischmarkt herum. Aber sie scheinen überall Leute zu haben. Selbst in der Universität. Ich wusste doch, dass mit dem EOD etwas nicht stimmt. Ein Unterschlupf für diese dreckigen Innsmouther ist das, nichts weiter. Ich werde die Organisation in Grund und Boden stampfen. Leichenschmaus, ja, ich habe mir was anderes drunter vorgestellt, aber ja, Leichenschmaus.
Die meisten Mitglieder des EOD, mit denen ich es zu tun hatte, waren Einheimische. Und der einzige Innsmouther, mit dem ich bisher geredet habe, war ein netter Kerl. Sie sollten ihre Vorurteile auf den Prüfstand stellen. Unterstellen Sie mir etwa, dass ich ein Eiferer bin, Reed? Ja. Wenn man nach dem geht, was Sie sagen, ja. Die Innsmouther wären sicher gerne in ihrer Stadt geblieben und sind gewiss nicht gekommen, um sie zu ärgern. Der Hass, der ihnen entgegenschlägt, hinterlässt bei ihnen natürlich Spuren. Erkennen Sie nicht, dass das ein Teufelskreis ist? Sie haben meinen Sohn auf dem Gewissen, Snap. Einer von ihnen, nicht alle. Wenn Sie weiterhin alle Innsmouther über einen Kamm scheren, werden sie sich nur weiter radikalisieren und dann hört das nie auf. Der EOD wurde nur so mächtig, weil die Innsmouther sonst niemanden hatten, an den sie sich hätten wenden können. Sie, Mr. Throckmorton, sind Teil des Problems. Ich werde über ihre Worte nachdenken. Oh, ich finde das auch einfach so gut, dass man sich halt so ein bisschen entscheiden kann und oh, das kommt immer genau die richtigen Sätze bei raus und ach, Mann, schön. Was meinen Auftrag betrifft, ich werde meine Suche nach Professor Doe fortsetzen. Ich habe eine vielversprechende Spur. Gibt es noch etwas, das Sie mir sagen wollen? Alles wie gehabt. Finden Sie Harriet und bringen Sie sie wohlbehalten zurück. Sie meinten, wir haben es mit einer ganzen Organisation zu tun. Ich habe etwas für Sie, das Ihnen von Nutzen sein könnte, falls Sie in Bedrängnis geraten. Und jetzt gehen Sie. Ich habe genug gehört. Eine Schroti und 1300 EP? Läuft. Läuft bei mir. Schrotschmot. Wir haben 4 Punkte. Oh mein Goodness. Wo kommen die denn her? Dann ein bisschen Leben. Weil Leben gut ist. Nahkampf ignorieren wir. Wir brauchen schon Nahkampf. Wollen wir auch nicht unbedingt. Revolverschrot. Dass wir mehr Loot schleppen können. Da können wir auch noch mal ein bisschen mehr Gegenstände rausholen. Gegenstände quasi gelootet. Hat aktuell 8 Schuss nämlich. Da geht auf jeden Fall noch was. Da müssen jetzt auch Metallteile mit rein. Also da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir da auch immer Metall übrig haben. Schön. 3 vor allem. Also das ist ja insane, was eine Patrone kostet. Aber da ich eh häufig im Nahkampf schieße, gefühlt, supi. Bestisch. Jetzt heißt es am Mehlbande. Sehr gut. Dann machen wir die Bücher weiter. Dann gehen wir erstmal zum anderen. Wo war das jetzt? The Sheriff's West. Das ist wahrscheinlich, ne? Das war, da unten. Das erste Buch finden. Dann finden wir erstmal das erste Buch, ne? Und dann finden wir das nächste Buch, wenn wir schon das erste schon gefunden haben, von da rein. Windsweep Road und Justice Street. Wahrscheinlich auch wieder von irgendeinem Kult benutzt werden, denke ich mir. Es ist super. Falsche Straße. Extrablatt, Extrablatt. Die wichtigste Turok durch. Ui. Und wie war's? Ne,
Batista. Und ich habe eine Schroti-Fliki. Eine Schroti. Haus der Studenten. Guten Tag. Ja, hi. Was gucken Sie so? Gehen Sie. Also im Stehen lesen, ja okay, ne, okay, gut. Nicht abgeschickter Brief. Man sagte mir, ich solle Sie kontaktieren, sobald ich die Grenze überschritten habe. Wir sind zu dritt und haben es geschafft. Sagen Sie mir, ist es wirklich hier wirklich sicherer als in unserer Welt? Hier liegt so ein seltsamer Geruch in der Luft. Es stinkt nach Wahnsinn. Uns ist eines Ihrer Bücher in die Hände gefallen. Trotz meiner Bedenken werden wir weitere Zugänge hierher öffnen. Unser Eins verdient das Leben mehr als die Menschen, die hier existieren. Wir kennen unbeschreibliche Schrecken. Wir kennen die Ewigkeit. Wir kennen Höllenqualen. Die Menschen hier kennen nur Schwelgerei und Egomanie. Wir werden zu ihnen und sie hören auf zu existieren. Balabalabala, besser als Shadow 3. Oh, alles. Ja, krass. Ja, hätte ich jetzt halt auch, ne? Eben dafür, dass es schon so alt ist. Wir sind nur Studenten. Was wollen sie von uns? Aber krass, dass sie so schnell durch war, einfach. Ich will ein Buch. Patron voll. Ich glaube nicht. Die Tür gibt nicht nach. Eingebrochen. Slashlife, Hallöchen. Ja, mit der Darkheld. Ja. Ah, parallel hast du doch gespielt. Ah ja, krass. Gut, dann, naja, ich wundere jetzt so schnell durch da. Tür nachgegeben. Ich habe nur mal leicht getreten, ne? Ganz leicht geschubst. Moini, wie geht's? Wie steht's? Tagebuch eines Studenten. Esther hat endlich das Buch gefunden, nachdem wir gesucht haben. Wenn das, was uns dort geschrieben steht, wahr ist, müssen wir uns bald nicht mehr auf öde Vorlesungen langweilen. Wir werden einfach die Trugbilder hinschicken, die so aussehen wie wir. Das ist schlichtweg unglaublich. Warum hat das bisher noch niemand gemacht? Weil es vielleicht eine dumme Idee ist? Weiß ja nicht. Okay. So eine maximal dumme Idee. Oh Gott. Da sind Sachen auf dem Boden gewesen. Die müssen eben umgangen werden. Die Tür gibt nicht nach. Funktioniert nicht. Nächste Woche kaufe ich mir einen Vibrationssensor. Krass, was? Da wird hier einfach 24/7 die Decke überwacht. Oh, mach das. Kannst du die damit irgendwie noch anzeigen dann? Das wäre richtig gut. Auch alle drei. Ich habe es nur den da oben gesehen gehabt. Mehrere Knochenbrüche. Das war ein sehr schmerzhafter Tod. Das Blut ist noch nicht lange trocken. Das sieht auch nicht sehr trocken aus. Aus den Wunden tritt noch Blut aus. Die sehen tatsächlich wie wir aus. Entmacht hier sauber. Niemand darf wissen, dass wir ihren Platz eingenommen haben. Was? Nein! Aufhören! Dann schauen wir uns das mal an. Komisch, die Trugbilder haben sie umgebracht. Wer hätte das gedacht? Was ist das denn hier noch? Hä, welches war das? Macht hier sauber. Niemand darf wissen, dass wir ihren Platz eingenommen haben. Die sehen tatsächlich wie wir aus. Endlich keine langweiligen Vorlesungen mehr. Das werden unsere Trugbilder für uns übernehmen. Macht hier sauber. Niemand darf wissen, dass wir ihren Platz eingenommen haben. Da ist ein Bild reingespickt. Ah, stimmt. Okay. Das war halt einer von Turok. Ah, ja, ja. Maishi. Eine gute Wohnung sind auch schon schwer zu finden. Dann muss auch die Nachbarn passen. Also, das ist ja wohl ein Traum, ne? Was? Nein! Aufhören! Nope. Die sehen tatsächlich wie wir aus.
endlich keine langweiligen Vorlesungen mehr. Das werden unsere Trugbilder für uns übernehmen. Die beschwören hier Trugbilder. Das ist das Erste, was passiert. Dachte ich. Macht hier sauber. Niemand darf wissen, dass wir ihren Platz eingenommen haben. Die sehen tatsächlich wie wir aus. Was? Ach so, nee, nee, sorry. Nope, 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 nope. Das war schon. Die sehen tatsächlich wie wir aus. Endlich keine langweiligen Vorlesungen mehr. Was? Macht hier sauber. Was, das hätte ich schon so gemacht. Platz eingenommen haben. Studenten erschufen Trugbilder ihrer selbst. Es kam zu Gewalt und die Trugbilder nahmen den Platz ihrer Schöpfer ein. Mein Haar ausgerissen. Eines der Trugbilder nahm das Buch an sich. Lol. Laut dem Haar habe ich schwarzen Ansatz oder was? Ne, sieht mir so dunkel aus. Ist ja wild. Faszinierend gerade, faszinierend. Da habe ich ja noch Loot. Sind das auch die drei oder sind das nochmal andere? Das zweite Augenlid. Aus der Feder ihres ergebenen Dieners. Werter Leser, es gibt Dinge in dieser Welt, die bar jeder Vernunft und Logik sind. Einfältige Menschen werden sie als Irrtum abtun, doch die Wahrheit liegt im Auge des Betrachters. Seien Sie tapfer. Brechen Sie mit den Unverständigen und schließen Sie Ihr zweites Augenlid. Ich würde sie lehren, ein kleines Stück aus einer anderen Dimension herauszutrennen und dann diese dunkle Materie hier vor den Augen Tausender zu manifestieren. Diese Trugbilder wirken absolut real, aber lassen Sie sich Folgendes gesagt sein. Bringen Sie von dort niemals lebende Kreaturen hierher. Sie gehören nicht in diese Welt. Ich muss raus. Wollte jetzt nicht direkt drin stehen. Ein Lootbad eingerichtet? Ja. Aua, wieso steckt die Frau so hart zu? Gehen sollen? Das waren doch dieselben Leute oben, oder nicht? Haben wir gerade Unschuldige erschossen? Das sind doch dieselben Leute. Das sind doch dieselben Leute. Ja, es sind dieselben Leute. Dann ist ja alles gut. Dann können wir ja wieder gehen. Gab es jetzt so keine EP? Sad. Jetzt wieder schön auf der Straße, ein bisschen was spritzen. Das kommt auch immer richtig gut an. Hm. Hauptsache, die sind jetzt alle tot, das ist ganz wichtig. So, am anderen Ende der Straße ist wieder das andere angeblich. In Reed Hate Süd, da sind wir. In der Baker Street zwischen Hurricane Road und Ambrose Street. Gibt es noch eine andere Baker Street? Nee, ne? Das ist das einzelne Anwesen. Das ist, damit ist das gemeint. Warum kamen wir da vorhin nicht rein? Wir haben jetzt auch nicht wirklich einen Schlüssel oder irgendwas dafür bekommen. Ja, die konnte ich jetzt nicht guten Gewissens leben lassen, weiß nicht. Irgendwie nicht so.
Man kann ja nicht tragen. Patronenpulver. Gestrandet. So, das einzelne Anwesen, das uns nicht reinlässt. Warum tut es das nicht? H wie herein steht doch da drauf. Die Tür gibt nicht nach. Gibt es irgendein Kellerfenster, wo wir rein können? Das können wir auch noch kaputt machen von hier wahrscheinlich, ne? LOL, okay. Alles zerstören hier nur das nicht. Wollen wir wirklich durchkommen. Der hat sich hier verbarrikadiert. Wieso flogen hier gerade Zettel hin umher? Das ist verdächtig. Noch ein nicht abgeschickter Brief. Sehr geehrter Mr. Hopes, es freut mich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass ich Ihr Buch restaurieren konnte. In diesem Zusammenhang wollte ich Sie fragen, ob Sie vielleicht Interesse an einigen Abschriften hätten. Ich würde mich geehrt fühlen, Kopien dieses Werkes anzufertigen und Ihnen entstünden dabei keine Unkosten. Ich gehe fest davon aus, dass Sie meinem Vorschlag zustimmen und habe deswegen bereits Abschriften des ersten Kapitels angefertigt. Ein Buch, dem eine solche Macht innewohnt, verdient es, von vielen Menschen gelesen zu werden. Meinen Sie nicht auch? Eine gute Idee. Ist immer eine gute Idee, na sicher doch. Kommen wir nicht mehr durch. Immer eine gute Idee, klar. Man kann ja mal tragen. Eiohol. Eiohol, Federn. Was weggeschossen. Achso, jetzt können wir wieder looten, ne? Müsste ja eigentlich wieder was, ne? Ja, genau. Da hat er hier einfach Abschriften angefertigt. Bitte, so hilf mir doch jemand. Ich will nicht mehr schreiben. Und geschriebene Klänge in Form von Worten können die Welt verändern. Ich schlafe, ich bin hungrig, ich spüre meine Finger nicht mehr. Das Buch soll aufhören, bitte. Und ungeschriebene Klänge in Form von Worten können die Welt verändern. 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 Supi. Ganz toll. Er hat wohl angefangen, das falsche Buch abzuschreiben. Die Tür gibt nicht nach. Sonst noch hier was? Ne, dann das hier. Ich nehme ihr Buch mit, wenn das in Ordnung ist, ja. Herr der Worte, aus der Feder Ihres ergebenen Dieners. Die Klänge, die unsere Zungen hervorbringen, bergen eine größere Macht, als Sie sich vorstellen können, werter Leser. Und geschriebene Klänge in Form von Worten können die Welt verändern. Ich werde Sie lehren, mit Worten schwache Geister zu kontrollieren. Knien Sie nieder vor diesem Buch, auf dass Sie eines Tages andere vor Ihnen niederknien werden. Mit dieser Macht weiß jedoch nicht jeder umzugehen. Wer Ehre nicht würdig ist, fällt der Zerstörung anheim. Werter Leser, schreiben Sie diese Worte mit Ihrer eigenen Hand nieder, um sich als würdig zu erweisen. Werden Sie das Wagnis eingehen? Chill mal, Junge. Der Buch geklaut, ist ja gleich stinkig. Nimm noch Loot mit. Da ist ja noch ein weiterer Keller.
Okay. Typ läuft jetzt oben rum. Wir haben ja eh alle Hinweise, ne? Also wir können eigentlich auch einfach gehen. Ich würde noch mal ein bisschen gucken, ob wir noch was finden zum Mitnehmen. Die Tür gibt nicht nach. Sorry für die Störung. Klar steht ja nicht drauf, in wem das Buch klauen. Kann ich schon verstehen. So. Laufen wir nach oben, geben wir die Bücher wieder ab. Bestimmt eine wunderbare Idee. Bestimmt. Ganz toll. Vielleicht hätten wir vorher noch mit dem Wahnsinnigen reden sollen, aber dann wäre wahrscheinlich auch nur wahnsinniges Gestammel rausgekommen mit Musik, Worte, Verderben, dies, das, jenes. Ist okay. Dachte schon, der wollte mich direkt angreifen, aber dafür war er noch zu verstört. Haben wir immer nur geholfen. Und Bücherchen. Erzählen Sie mir mehr über Ihren Literaturzirkel. Oh. Wir vertreten die Auffassung, dass Wissen jedem zugänglich sein sollte, der danach strebt. Im Gegensatz zu den Snobs in der Universitätsbibliothek. Aus diesem Grund haben wir unsere eigene Büchersammlung zusammengestellt. Und wer unserem Literaturzirkel angehört, kann sich alle Bücher ausleihen, die er möchte. Interessant. Übrigens trifft sich der Zirkel jeden Donnerstag in der Halle des Devil's Reef Hotels. Kommen Sie doch auch mal vorbei. Ich werde darüber nachdenken. Musik im Hintergrund? Manchmal ist es so ein bisschen Silent Hill-artig. Aber sonst weiß ich auch nicht. Ich glaube, das sind die Bücher, die Sie gesucht haben. Gesund und munter, wenn man das so sagen kann. Im Gegensatz zu denen, die Sie gelesen haben. Sie sollten vielleicht darüber nachdenken, dieses Wissen in Zukunft nur all jenen zugänglich zu machen, die damit umzugehen wissen. Sie klingen schon wie die Snobs auf der Universität. Engstirnig und arrogant. Nichtsdestotrotz. Ich warne Sie nur, aber ist okay. Unsere einzigartige Sammlung ist wieder vollständig. Ich denke, das hier dürfte für Ihre Mühen reichen. Wiedersehen. Vier Munitionskaliber und ein bisschen IP? Ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Reicht noch nicht. 101 Erfahrungspunkte benötigt. Toll, ne? Ah, machen wir dann weiter. Die Briefe vielleicht noch? Da hatten wir hier unten zwei. Da noch zwei. Waren das nur noch vier? Nicht fünf? Nur noch vier. Eieiei. Das eine hatten wir heute schon mitgenommen. Ich dachte, es wäre trotzdem noch eins mehr gewesen. Dann gehen wir erstmal aufs Wasser. Aufs Wasser? Ins Wasser? Oh. Die alles am Eskalieren hier. Ist direkt an der Kreuzung. Aber ich gehe nochmal ganz kurz auf Toilettieren. Ich bin auch gleich wieder da.
Ja, ich habe hier noch so ein Kaderproblem. Der ist verkuschelt. Das war wirklich on point hier. Schick. So, bitte legen Sie sich wieder hin. Klettern Sie hier nicht rauf. So, in meinem Rücken befindet sich ein Boot. Sehr schön. Kader auf Rücken. Auf dem Stuhl. Gefunden, wonach ich gesucht habe. Eine Speicherung. Ich sehe immer nur mehr, kann ich nicht tragen. Was soll denn das? Oh Gott. Nein! Oh, okay, ich kann wirklich selber reinrennen. Okay. Aber das ist auch mal rausgefunden. Ich dachte, der wäre schon drin. Der war da schon drin. Der Kater ist jetzt wieder runter. Und der sitzt jetzt ganz oben auf dem Schrank. Ja, wunderbar. Das ist ja richtig blendend, ja. Supi. Gar nicht. Ich muss auch sagen, ich finde es ein bisschen krass, dass er einfach ohne Licht da durch die Gegend stümpelt. Kein Licht am Boot, macht er seine eigene Taschenlampe nicht an. Das ist dann halt einfach so, ne? Braucht man nicht. In der Navy haben sie gelernt, geht halt auch alles so. Metallteile können wir nicht mehr nehmen. Waren die da nicht mit dabei? Immer den Geruch nach. Oh, goodness. Oh, no. Ihr kleinen Scheißerchen, ey. Dieser Scheiß-Hinterhalt immer. Warum hat er nicht geworfen? Ah, shit. Das ist, wenn man so überrascht wird in so einem kleinen Haus, ey. Das war das Schlimmste. Lalalalalala. Hallo? Sag mal. Wieso trifft er denn nicht? Mal gucken, ob ich mit der Waffe... im
Maus und Tastatur irgendwie besser abschließe hier. Die ist leer! Die ist einfach leer! Ich glaube, für Häuser sollten wir lieber richtig kämpfen mit Maustastatur etc. Tut besser. Aber gleich eine Fallenersatz. Das finde ich auch gut. Da ist noch mehr. So ein kleiner. Nein, da machen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was für. Ja. Oh, das ist ja auch kacke. Wie mache ich einen Nahkampf? Ah, jetzt renn noch nicht weg. Waren das in Anführungsstrichen alle Gegner? Nope, 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 nope. Oh. Get out. Leave now. Naja. Hab geschootet. Ja, man im Spiegel. Er ist weg. Seit diese fürchterliche Flut kam, sah ich ihn im Spiegel. Den Mann, der mir mein Spiegelbild raubte. Er trug meine Haut wie einen Anzug. Und doch war nichts Menschliches an ihm. Er wusste, dass ich auf der anderen Seite stand und sah mich direkt an. Jeden Spiegel verdeckte ich in meinem Heim. Doch vergebens. Denn nach wie vor sah ich ihn in jedem Fenster, in jeder Pfütze und selbst in den Augen anderer Menschen. Die Nachbarn begannen mich schief anzusehen. An Schlafer nicht mehr zu denken, da ich sein Gesicht in Albträumen sah. Und wenn ich dann aufwachte, vernahm ich Geflüster aus den Spiegeln. Doch nun ist er fort. Als ich die Abdeckung von einem der Spiegel nahm, um ihn zu zertrümmern, sah ich, dass sich darin nichts mehr spiegelte. Nichtsdestotrotz fühlte es sich so an, als wäre ich nicht alleine. Hast du rausbekommen? Nee. Keine Ahnung. Krieg ich irgendwie nur auf den Controller hin. Ach, Federn haben wir da. Hä? Ah, das... Oh, okay. Haben wir hier noch die Trugbilder? So, Metallteile ist was anderes. Federn. Also, die kann man hierfür zum Beispiel gebrauchen. Ist, glaube ich, auch schneller, sich hier durchzuklicken, oder? Mhm. So, das Buch haben wir erledigt. Dann können wir hier mal runter um die Ecke wieder fahren. Buch vor allem, Zettel, Brief. Donk. Donk, da donk, 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 donk. Real Estate. Ich will hier nichts, nein. Map checken, nächste rechts und dann die zweite links.
Wisch. Oder doch, ich habe eine Vermutung. Wartet mal. Nee, geht nicht. Kann nur normal zielen oder dann halt Pech haben. Was hatten wir hier noch? Östlich der Kreuzung, der St. Michael's Road mit der E. Brown. Östlich davon, okay. Nehmen wir doch das da. Sehr wahrscheinlich sind hier Gegner. Habe ich schon wieder so viel Loot rumliegt, gefühlt halt. Neues erste Hilfe-Set. Nein, bitte komm hier durch. Hat er das eigentlich ignoriert, dass wir da was hingeworfen haben? Schön, wie er einfach nicht rennen will, oder was? Can you please just die? Oh Gott, nein, 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 nicht noch ein kleiner, nicht noch ein kleiner, nicht noch ein kleiner, nicht noch ein kleiner, nicht noch ein kleiner. Immer so aus wie Wichtel oder sowas. Ganz unangenehm. Tote Fischis. Die, Tintenfischis. Oh, oh, dieser coole Stein. Meine geschätzte Herde, ich glaube, Kawil hat uns im Stich gelassen, insofern dieses Wesen wirklich existiert. Müssen wir voller Angst und dem Wahnsinn verfallen sterben? Dabei wäre der Tod nach dieser Sintflut, die er zu Zeiten Noahs möglicherweise in nichts nachsteht, noch ein gnädiges Schicksal. Eines ist gewiss, auf unseren Leichen werden keine schönen Blumen sprießen. Die See winkt mir auf eine verlockende Weise zu, wie es die Bibel nie getan hat. Seit ihr salziger Leib zum ersten Mal Bestien gebar und sie zu uns brachte. Bald werde ich mich der See hingeben und ihren salzigen Taufatem mit meiner Lunge einatmen. Möge sie uns all unsere Anmaßungen vergeben. Euer Hirte, Reverend Zechariah James Baker. Der hatte Probleme. Definitiv Probleme. Dun, 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 dun. Oh no. Fertigen und fertigen. Und was haben wir hier noch? So ein bisschen was, ne? Ich höre schon wieder Stimmen. Den haben wir auch abgeschlossen. War hier irgendwie ein Schnellreisepunkt? Irgendwie hier in der Ecke würde ich mir nochmal einen wünschen, aber ich glaube nicht, ne? Das ist irgendwie gar nichts. Wir könnten jetzt mit dem Boot fahren, aber ich glaube, ich laufe einfach.
Ich glaube, mit der Schrot haben wir auf jeden Fall eine gute Waffe bekommen gegen die großen Biester. Die sind nämlich sehr biesterig. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe irgendwie die Hälfte von diesen Granaten einfach nur daneben geworfen. Also die machen einen guten Umkreis Schaden. Natürlich wäre es schöner, wenn sie ein bisschen mehr drinnen stehen würden. Die bewegen sich ziemlich schnell. Muss ich irgendwie noch üben, den Umgang damit. Vor allem mit Controller total dämlich. Ich soll mir wirklich angewöhnen, wenn ich in die Häuser gehe, Maustastatur wechseln. Dann geht zwar kein Nahkampf mehr, weil ich noch nicht weiß, wie ich dazu haue, aber den habe ich auch nicht geskillt. Ach, da irgendwo ein hinten. Hehe. Advent West. Das hatten wir zumindest noch nicht versucht zu holen. Beim anderen waren wir schon mal, da bin ich wieder rausgerannt, weil... Oh, Gegner! Große Gegner! Viele große Gegner. Ja, ich glaube, mit der Schrotflinte lässt sich das nochmal probieren. Vor allem mit ein paar Fallen noch, das ist dann super. Was stand denn drauf? Nahe der Kreuzung Murdoch Avenue und Oak Street. Unterstützen Sie Milton Pierce, den Bürgermeister, den Oakland verdient. Unterstützen Sie Milton Pierce, den Bürgermeister, den Oakland verdient. Kann ich rennen? Das ist immer so blöd. Kurz in diese Richtung. Nee. Da sieht gut aus. So. Quasi wieder wechseln. Ein Keller, freut mich. Es wird dann halt irgendwie immer trotzdem sehr, sehr panisch, ne? Sobald es irgendwie in einem kleinen Raum hier zum Gefecht kommt. Chaotisch. Jetzt will ich da ungern in so einen Raum droppen, wo ich gar nichts sehe. Ja. Yeah. Jetzt von oben? Da gibt es ein weiteres unten. Da kommt noch was richtig Großes mit runter. Was? Sie Arsch, Sir. My boy. Der ist noch ein Geschoss weiter oben. Hängt er fest? Der ist einfach noch ein Geschoss weiter oben. Was ist denn mit ihm? Hallöchen, Soap. Ja, wunderbar. Absolut Panik hier. Die Tür gibt nicht nach. Jetzt habe ich unten die ganzen Fallen hingelegt, ne? Das ist smart.
Aber geht gut ansonsten. Nur ein bisschen Panik hier. Der bricht bestimmt gleich durch, nachdem wir jetzt den Zettel eingesammelt haben. Liebste Clara, es ist nun schon Jahre her, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Doch nach wie vor kann ich erst einschlafen, wenn ich auf das Bild geblickt habe, das du mir von unserer Familie geschickt hast. Ich wünschte, ich hätte auch etwas, das ich dir zeigen kann. Aber Fotografien von diesem Ort würden dir nur Albträume bescheren. Was habe ich mir nur dabei gedacht, unsere Heimatstadt zu verlassen? Ich habe Angst, hier den Verstand zu verlieren. Erinnerst du dich an Dumont, meinen Nachbarn, der in den Docks arbeitet? Huiuiui. Ich habe dir in Briefen von ihm erzählt. Er war immer mein Freund, aber irgendetwas ist mit ihm geschehen. Mitten in der Nacht fängt er an zu schreien, redet seltsame Wörter vor sich hin und singt Lieder über vergessene Städte. Du weißt, dass ich nie besonders religiös war, aber wissenschaftlich kann ich mir seinen Zustand nicht erklären. Wenn ich aus dem Fenster sehe, erblicke ich im Nebel sonderbare Dinge. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie real sind oder ob ich sie mir nur einbilde. Aus irgendeinem Grund ergeben die Worte meines verrückten Freundes immer mehr Sinn, je öfter ich mir diese mit dem Verstand nicht greifbaren Dinge ansehe. Ich werde zurück nach Hause kommen, sobald ich das nötige Geld habe, und hoffe, dass ich bis dahin noch lebe. Liebe Grüße, dein Bruder Viktor. Panos soll gut sein, hat man dann festgestellt, wie schön das Leben danach sein soll. Ja, schön. Ja, er kommt. Was ist er denn? Wer ist er denn jetzt? Das ist nicht der Nachbar. Bleibt er denn eigentlich nicht in den Fallen stecken? Nur dieses eine Mal, wo ich es gerne, ne, wo er festgesteckt blieb, ist, da kam ich nicht ran. Da war er oben. War das der Nachbar? Oi. Wir sollten wirklich leveln, dass die Leute da besser drin hängen bleiben. Ich glaube, der hat das Monster beschworen. Hat er direkt eine Granate auf mich geworfen? Ja, hupsi. Überzogene Handlungen kann ich, ne? Kriege ich hin. Inventar immer checken. Auch irgendwie angefangen hier auf einmal, ne? Mit Maustastatur ist gut. Keine Metallteile. Keine Metallteile. Soundeffekt Cooldown? Ich glaube, das hat eine Wahrscheinlichkeit. Wir sind fertig gekämpft haben. Hier haben wir, glaube ich, auch schon fertig gelootet. Tüt. Hier oben kamen sie jetzt nämlich her. Alter, hier oben kein Loot versteckt. Gönnt ja mal gar nicht. Ob sie sich hier immer schöne Nacht gemacht haben vom Kaminfeuer zu zweit? Betrieben handelt jetzt gar nicht. Ja, ne? Keine Panikreaktion. Ich muss sie einfach nur alle töten, die Leute. Das ist alles. Tranquilizer sind, glaube ich, die Sachen für den Kopf, ne? Dann müssen wir uns nicht extra heilen. Okay, wechseln wir wieder zum Controller. Wir haben jetzt nur noch dieses eine Heftchen. Dann hätten wir alle Fälle von irgendwelchen Neuankömmlingen, die irgendwie mit paranormalen Sachen hier zu tun hatten, erledigt. Ah, nur noch. Das war der da oben. Kommt halt ein Typ um die Ecke. Ich dachte halt wirklich, dass da jetzt das große Monster kommt schon, ne? Den haben wir da schon einmal durch die Treppe laufen sehen. Auf einmal kommt da einfach nur der Nachbar. Naja. Passiert. Wo
Bei dem, wo wir jetzt hingehen, sind auf jeden Fall auch noch ein paar dicke Monster involviert. Als wir das letzte Mal nicht da waren, als wir das letzte Mal da waren, hatte ich nicht genügend Zeug dabei einfach. Glaube ich, gar keine Fallen oder irgendwas. Aber das Gute ist, wenn wir das jetzt erledigt haben, weniger Ablenkungen von der Hauptquest. Mehr Fokus. Bis wir dann gleich auf den nächsten NPC stoßen, der uns irgendeine Nebenquest mitgibt und so. Ja. Das ist ganz toll. Ja, aber sonst geht's mir gut, ne? Wie gesagt, gestern war entspannt mit dem ganzen Laufen. Entspannt. Mich auf jeden Fall gut erholen können davon. Die Straße weiter? Ne, wir sind hier richtig. Okay. Lumber Street zwischen Helox Street und Hay. Was? Wir sind in der Lumber Street, das stimmt. Hier ist die Helox Street, die geht da hinter uns lang. Und der Bullock Street. Die geht hier lang. Aha, okay. Ah, da. Okay, der wohnt hier oder was? Der ist ja mutig, der Mann. Wir haben auf jeden Fall den letzten Zettel. Mein Name ist Punkt, Punkt, Punkt. Nun ja, ich bin mir nicht so sicher. Er ging im Rauschen verloren, so wie alles andere, das ich wusste. Mein Geist ist nicht mehr viel mehr als Rauschen, in dem ich immer wieder Teile aus der Radiosendung höre, die einst mein Leben waren. Nein, nicht mein Leben, meine gesamte Existenz. Ich höre Namen. Margaret, Jonathan, Albert. Ich höre Datumsangaben. Orte. 7. Juni 1912. Bei einer Kirche auf einem Hügel. Für diese Betragungsfetzen lebe ich. Und wegen des Rauschens werde ich mein Leben beenden. Soweit ich mich zurückerinnern kann, wurde das Rauschen immer lauter. Und je leiser die Stimmen werden, desto tiefer versinke ich in dem Rauschen. Sie werden einfach ersetzt und ich verliere immer mehr von dem wenigen, was ich noch habe. Ersetzt durch eine neue, undefinierbare Stimme, die ich jedoch deutlicher verstehe als jede Radiosendung in meinem Kopf. Ich habe Angst davor, was aus mir wird, wenn ich es nicht länger aushalte. Ich werde aus dem Leben scheiden, bevor das Rauschen oder die Stimme darin völlig zu mir selbst wird. Der Mann ist da reingegangen, der wird schon wissen, was er tut. Höh! Gute Polizeiwache. Gute Polizeiwache hier. Schwein gehabt. Also Hälfte jetzt hier. Vor allem ist alles abgeschlossen. Wir haben jetzt nur noch die Familienbande übrig. Sehr gut. Die wir nicht ausgewählt haben und ich keine Ahnung, wo wir gerade hin müssen. Wunderbar, noch besser. Jo. Wir wollen jetzt die Schmuggler suchen. Punkt. Okay, was? Was? Also wir sollten da irgendwo nachgucken gehen. Über Anzeigen in der Zeitung. Ja. Gewiss. Auf zur Zeitungsladen, Dingsi. Archive. Yay, Nebenaufträge abgeschlossen. Schick, schick. Ist das? Das ist die Bibliothek. Das da unten ist die Zeitung, ne? Chronicle. Aber das ist das Richtige, ist einfach. So, wieder hier eine Runde rum. Da eine Runde rum. Aber ich habe das Gefühl, mir fällt es insgesamt leichter, die Zeitung und so zu durchsuchen. Bei Sherlock hatte ich irgendwie meine Schwierigkeiten, überhaupt zu verstehen, was es alles gibt und was wir da eigentlich wollen. Und es gibt schon wieder eine Jagd. Schließt euch gerne an. Jo.
Heimlich über Anzeigen in der Zeitung kommunizieren. Was mit dem Bezirk Salvation Harbor zu tun haben. Die Zeit ist gekommen, dem zahnlosen Bob für seine letzte Reise Lebewohl zu sagen. Die Totenwache wird in der Basis Seven Oaks abgehalten, an der Kreuzung hier und da. Sehr schicke Totenwache quasi getarnt. Praktisch. Calm Shore Street und Salvation Road. Oh, da einfach. Salvation Harbor West finden wir schon. Gruselige Leute. Sind mir im Weg. Es kann natürlich sein, dass der zahnlose Bob dann halt nicht tot ist, sondern der wird dann halt, wie sagt man so schön, übersetzt. Nicht beigesetzt, sondern übergesetzt. Hier soll irgendwo eine Bar sein. Was ist das, eine Bar? Da geht's nicht rein. Guten Tag. Ein Vöglein hat mir gezwitschert, dass es Leute in Oakmont gibt, die dabei helfen können, die Stadt zu verlassen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wie kommen Sie darauf, dass ich etwas wissen könnte? Ich habe gehört, hier wird die Totenwache für den zahnlosen Bob abgehalten. Mag sein, aber ich kenne Sie nicht von Adam. Beweisen Sie mir, dass Sie kein Schnüffler sind. Aber ich habe für ihn gearbeitet. Taten sagen mehr als Worte. Vielleicht vertrauen Sie mir so, ja, wenn ich Ihnen helfe. Probleme zu lösen ist meine Spezialität. Okay. Wie wäre es mit einem kleinen Gefallen? Nichts Großartiges, keine Sorge. Ich warte seit ewigen Zeiten auf eine Lieferung. Aber der Kurier ist noch nicht aufgetaucht. Finden Sie heraus, warum er so lange braucht. Hier haben Sie die Adresse. Alles klar. Eine Sache noch. Wahrscheinlich ist er tot. Falls Sie ihn nicht finden, bringen Sie mir zumindest die Lieferung. Seine Kiste voller Wasser des Lebens. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja, Wiedersehen. Und ich habe auch das Gefühl, dass hier einfach jede Quest was ganz anderes ist, ne? Also ja, wir sind immer dabei, irgendwie mit Leuten zu reden und Sachen zu suchen und Monster zu töten. Im Endeffekt schon, das ist Kernessenz, aber so grundsätzlich. Ich habe das Gefühl, ist alles sehr unterschiedliche Aufgaben. Im westlichen Teil. Levy Coffin Street Avenue. Hier haben wir hier. Mit der Marsh Avenue. Irgendwo hier so. Oh no. Keiner hat es geschafft. Jetzt könnte endlich wieder jagen gehen oder sowas. Habt ihr da auch schon Spione dabei? Gibt's ja nicht. Ist das in dem Gebiet gerade so? Gar nicht aufgedeckt. Das kann ja witzig werden.
Rock. Kommen wir hier nicht rum? Ich glaube, dann sollten wir hier wieder in den Modus wechseln hier, dass wir das auch was hinkriegen. Ist halt richtig Mist, weil seine, ne, die Schwachstellen sind natürlich hinten am Poppisch. Weiß nicht, was da am besten ist mit dem Kämpfen. Patronen, was ist denn das immer? Wir sind jetzt nicht gerade wenig Viecher unterwegs. Da kommen wir nicht. Doch, da kommen wir auch theoretisch hoch. Ich weiß gar nicht, wie der andere Modi funktioniert. War ausgewichen, ja. Ich glaube, das funktioniert sogar irgendwie einigermaßen gut. Haben wir noch dafür? Oh ja, haben wir. Der Kleine ein bisschen schießen. Also das klappt immer ziemlich gut, möchte ich meinen. Schild er noch ein bisschen? Ist doch alles nicht so schlimm. Alles nicht so schlimm hier. Ja, wobei wir bleiben mal noch. Oh, da ist ja noch Monster. Hat sich einen hübschen Spawnpoint ausgesucht. Hübsches Spawnpoint, definitiv. Looty loot loot. Hey. Eine Brosche! Schick, 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 schick. Special Scheiß. Wofür es auch nochmal gute Sachen gibt. Das nochmal herstellen. Wir haben nämlich hier Sachen. Das reicht dafür.
Jetzt bin ich halt gerade ein bisschen verwirrt. Unweit der Kreuzung heißt halt für mich halt schon hier irgendwo in dem Gebiet noch. Da kommen wahrscheinlich gleich wieder Gegner. Hey. Oh, das war schon die gute Waffe. Ich dachte, wir schießen gerade mit der schlechten. Wo ist der jetzt hin? Der hat bitte nicht wieder volles Leben. Hat er nicht. Na. Welche Munition haben wir denn voll? Ich glaube, wir haben noch eine andere Waffe. Da gibt es ja noch ein bisschen was. Mehr kann ich nicht tragen. Also jetzt sind wir mittlerweile aber ganz schön vom Weg abgekommen, möchte ich meinen. Unweit von der Kreuzung. Lavey Coffin Road in der Mischung mit der Marsh Avenue. Sollen das noch sein? Viel weiter weg geht eigentlich nicht. Noch gelootet. Wenn wir hier schon so viel rumballern, sollten wir auch ganz viel looten. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir suchen ja jetzt eigentlich den Händler, der es nicht geschafft hat. Ist eigentlich logisch, wenn der es hier halt verkackt hätte in der Ecke. Ja, wir brauchen aber irgendwo die Möglichkeit eben... gucken, wo der ist. Wahrscheinlich genau außerhalb des Gebiets oder so, im schlimmsten Fall. Und das ist für mich so die absolute Silent Hill-Mucke, die hier die ganze Zeit so läuft. Mit diesen Sounds. Unweit der Kreuzung mit der Marsh Avenue. Aber es ist in der Levy Street. Nee. Na, Junge. Hoch da. Letzter Zielort des Kuriers. Ah, der frisst drei Schrotis, wenn die halbwegs vernünftig gesetzt sind. Meinte, dem Kurier geht's gut. Kann ich den schon nicht tragen?
Das Blut ist fast getrocknet. Leer, aber riecht stark nach Benzin. Asche wie diese habe ich schon mal gesehen. Tja, so kann man eine Leiche auch loswerden. Noch wie wir hier in diesen Modi kommen, zur Sicht. Okay. Da haben wir die Kiste mit dem Whisky. Sollte sie doch eigentlich viel mehr Metall zu finden lassen. Oh. Ist das so ein Hinkriegen? Also so langsam merke ich den Munitionsmangel. So ein Stück weit. Vielleicht doch ganz gut, mal irgendwann Nahkampf zu leveln und vielleicht auch mal zu gucken, dass man da das auch mit Maus und Tastatur hinkriegt. Ich komme sogar fürs Umsehen irgendwie insgesamt, ne, wenn man komplett wechseln würde. Läuft man nicht so dusselig dreimal im Kreis immer, auf der Stelle sich drehend. Was fehlt denn noch? Irgendeine Kleinigkeit übersehen. Ape Sprite. Das sind schon wieder wilde Cover hier. Noch ein Foto machen von irgendwas? Ach, die Spuren hat man noch nicht. Die Spuren stammen von etwas Schwerem mit Rädern. Das sollte es alles gewesen sein? Nö. So Detektivarbeit leisten. Rock! Wessen Idee war es, die Kisten so blöd zu verstecken? Zeigt keine Gnade, Jungs. Er wollte es nicht anders. In meinem Rollstuhl? Charles, bist du das? Ich will, dass nichts außer Asche übrig bleibt. Verstanden? Du bist erledigt. Wer hinter meinem Rücken mit den Bullen redet, muss für immer schweigen. Schnappt ihn euch, Jungs. Dann schauen wir uns das mal an. Brock! Wessen Idee war es, die Kisten so... Du bist erledigt. Wer hinter... Zeigt keine Gnade, Jungs. Lasst ihn verschwinden. Ich will, dass nichts außer Asche übrig bleibt. Verstanden? Hier hat jemand nach einer Kiste gesucht und wurde grausam ermordet. Die Kerle, die das getan haben, wurden von jemandem im Rollstuhl angeführt. Eklige Ansicht, eklig. Schnell wieder raus. Ein Typ im Rollstuhl, also. Und die können wir einmal abgeben. Das ist ja. So. Dann fahren wir wieder über den See. Noch nicht wieder alles aufgefüllt, frisch. Oh, Patronenhülsen. Wuseliger Weg. Hey!
Wer schießt denn da mit Fässern? Diese Leute sehen so gruselig aus. Dann müssen wir hier wieder rüber zur Bar. Geben wir mal die Kiste ab. Wer sich vielleicht sogar auskennt mit dem Typen? Ich habe ihren Kurier gefunden. Ich sag's nur ungern, aber er ist tot. Jemandem hat es nicht gepasst, dass er mit den Bullen geredet hat. Und die Sache ist dann ziemlich übel ausgegangen. Was? Oh, Kaoil, ich bin ein toter Mann. Er könnte denken, dass ich was damit zu tun habe. Er? Wen meinen Sie damit? Den Boss. Nicht mein Problem. Sagen Sie mir, was ich wissen will. An wen muss man sich wenden, wenn man jemanden aus der Stadt schaffen will? Da täuschen Sie sich. Es ist Ihr Problem. Nur der Boss kann Leute aus der Stadt schaffen. Vera, Neuankömmling. Hier haben Sie einen Zettel, auf dem steht, was Sie tun müssen. Mehr kann ich Ihnen nicht helfen. Okay, danke. Hier haben Sie Ihr Wasser des Lebens. Psst, nicht so laut, Kumpel. Keine schlechte Ware, Neuankömmling. Sie verdienen eine Belohnung. Wiedersehen. Ja, hat er noch ein bisschen Ludi-Schudi irgendwo? Oh, paar Keller hat er. Doofer Keller. Ist denn bitte das für eine krasse aufgemalte Blume? Du hast alle ein Foto von dieser komischen Frau hier in der Bar hängen. Na gut. Auch andere Frauen sind hier hingehängt worden. Ui. Also als Bilder. Oh Gott. Manchmal habe ich das Gefühl, ich muss extra Sachen dazu sagen, aber eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht notwendig. So, Treffpunkt in einer Gasse in der Windmill Avenue. Gucken wir uns gleich raus. Frage, was machst du, wenn du einen Hund siehst? Antwort, töten, weil er Tollwut hat. Uiuiuiui. Gasse Windmill Avenue. Zwischen Oktopus und Skipper. Nö. Ja, Moment, ich bin gleich wieder da. Wieder da. Und auch eben Wäsche aus der Waschmaschine geholt. Nicht, dass es noch anfängt zu stinkern oder sowas. Man weiß ja nie. So, und jetzt nochmal gucken, welche Dings genau damit gemeint ist.
die Gasse in der Windmill Avenue. Zwischen Octopus Avenue und Skipper Road. Ich glaube, das ist das einfach. Punkt aus. Bei Gasse. Da müssen wir wieder hinlaufen. Das ist das andere näher dran, ne? Andere sind 2 Meter näher dran. Wir machen Shortcut hier. Katze. Ding, ding, ding. Aber ich denke, wir werden noch so eine halbe Stunde machen. Dann werde ich nämlich auch Mittagessen kochen und so. So Sachen eben machen. Können wir nächste Woche wieder weiter eskalieren. Dann schieben wir noch einen Tag mit Black Book ein, würde ich sagen. So einen ganz entspannten. Oh, wir sind falsch abgebogen. So, wir können jetzt aber auch rechts oder nochmal rechts abbiegen. Bisschen um die Ecke fahren hier. Das sieht aus wie eine Gasse. Kumpel, was machst du, wenn du einen Hund siehst? Streicheln oder wegtreten? Töten, weil er Tollwut hat. Töten, weil er Tollwut hat. Recht hast du. Du bist neu hier, oder? Komm mit. Ja, ich folge. Ganz Bringt artig. Mich zu eurem Boss. Ich meine, wir wollen was von denen, ne? Also, wir sollten uns benehmen. Der Boss hilft den anderen rauszuschmuggeln und der hilft uns dann wieder mit den Infos zu Harriet. Wie ist sie, Harriet? Zu der einen, die wir suchen. Wer sind Sie und was zum Drog wollen Sie? Und fassen Sie sich kurz, junger Mann. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich bin Privatdetektiv. Mehr tut nichts zur Sache. Ganz schön schnippisch. Wie Sie meinen, junger Mann. Ich glaube, ich weiß, wer Sie sind. Sie haben für Throckmorton gearbeitet, richtig? Also, was wollen Sie? Ich will jemanden aus der Stadt schmuggeln. Viele Leute wollen Oakmont verlassen, junger Mann. Aber nur wenige haben es je geschafft. Das wird nicht leicht. Und wie alles im Leben, was einem lieb ist, wird es auch nicht billig. Und ich mache wieder was für jemanden, für den ich wieder was mache. Eigentlich würde ich keinen Finger für einen Neuankömmling krumm machen. Aber Sie haben mit diesem Affenliebhaber Throckmorton zu tun. Das ist interessant. Denn das sagt mir, dass Sie zu gebrauchen sind, junger Mann. Ich hätte da etwas, das erledigt werden muss. Aber es muss unter uns bleiben. Naja, Diskretion kann ich bestimmt. Ich habe wohl keine andere Wahl. Also, was soll ich tun? Eins vorweg. Ich bin Brutus Carpenter. Das rechtmäßige Oberhaupt der Familie Carpenter. Er ist auch sehr wichtig. Des Weiteren, vor einer Woche hat jemand versucht, mich umzubringen. Sie wollen doch nicht, dass ich den Täter aufspüre und töte, oder? Nein, junger Mann. Das könnten auch meine Männer erledigen. Ich will ihn nicht tot sehen, sondern lediglich wissen, wer es war und warum. Ich weiß, das klingt ungewöhnlich, aber nachdem ich fast gestorben wäre, wurde mir klar, dass Vergeltung nicht immer die Lösung sein muss. Ich will es mal anders versuchen. Das ist ja richtig versiert hier. Was ist denn hier los? Sie haben mein Interesse geweckt. Was genau ist passiert? Ich erwachte im Krematorium, eingerollt in einen Teppich. An meinem Zeh
hing ein Zettel wie bei einer Leiche und ich war voll mit einem merkwürdigen, widerlichen Schmerz. Es gelang mir, da rauszukommen. Doch was ich dann zu Hause sah, ließ mich denken, ich wäre nicht ganz richtig im Kopf. Was haben Sie denn gesehen? Mich selbst, junger Mann. Da war ein Kerl mit meinem Gesicht, der zur Tür hinausging, als wäre es das Normalste auf der Welt. Daher beschloss ich, erst einmal mit ein paar Männern hier unterzutauchen und die Sache zu verdauen. Weird shit. Was war das Letzte, an das Sie sich vor dem Krematorium erinnern können? Ich erinnere mich noch ganz genau an ein Abendessen eine Woche vor dem Vorfall. Alles danach weiß ich nur noch bruchstückhaft. Zum Beispiel, dass ich etwas in mein Tagebuch geschrieben habe. Was genau, weiß ich nicht mehr, aber es war wichtig. Vielleicht steht dort, wie alles angefangen hat. Und das Tagebuch befindet sich noch in Ihrem Haus? Ganz genau, junger Mann. In einem Tresor in meinem Zimmer. Sie dürfen ihn knacken, falls es nötig ist. Ich schreibe Ihnen die Adresse auf. Bestimmt haben Sie schon versucht, etwas gegen den Eindringling zu unternehmen, oder? Natürlich, junger Mann. Ich würde Sie nicht um Hilfe bitten, wenn die Sache ein Kinderspiel wäre. Meine Männer haben gesagt, dass sie mein anderes Ich getötet haben. Aber der Kerl ist immer noch in meinem Haus. Ich schätze, diese Idioten haben den Falschen erwischt. Nun, haben Sie eine Idee, gelaufen. Wer dahinter stecken könnte? Es muss jemand sein, der mir nahe steht. Deswegen kann ich niemanden trauen. Nicht einmal meinen Sohn Graham habe ich kontaktiert. Normalerweise hätte ich ihn mit der Sache betraut. Ich bin jetzt verwundbar und darf nichts riskieren. Deswegen wollte ich ausnahmsweise einen außenstehenden Graham vorziehen. Wo befindet sich das Krematorium der Stadt? Ach natürlich, woher sollen Sie das wissen? Sie sind ja neu hier. Danke. Hier haben Sie die Adresse. Alles klar. Wie ich sehe, können Sie ohne Hilfe stehen. Warum benutzen Sie einen Rollstuhl? Sind Sie immer so neugierig? Aber gut, ich verrate es Ihnen, wenn es Sie so brennend interessiert. Ich bin alt und an manchen Tagen fühle ich mich erschöpft. Dieser Rollstuhl hat mich noch nie im Stich gelassen, im Gegensatz zu den meisten Menschen. Also er war definitiv der Typ, der auch den anderen hat verbrennen lassen. Nett. Sie erwähnten Ihren Sohn, Graham. Würden Sie mir mehr über ihn erzählen? Graham? Warum interessieren Sie sich für ihn? Er hat mit der Sache nichts zu tun. Sie scheinen sich ziemlich sicher zu sein. Natürlich. Graham ist eine ehrliche Haut. Und der Krieg hat ihn noch rechtschaffender gemacht. Was manchmal zu Konflikten geführt hat, das muss ich zugeben. Wir hatten die ein oder andere Meinungsverschiedenheit. Vor allem was das Familiengeschäft betrifft. Aber er könnte keiner Fliege etwas zuleide tun. Schon gar nicht mir. Na gut. Auf Wiedersehen. Die sind neu, die wissen gar nichts. Ja, völlig neu hier. Muss ich ja noch selber suchen. Das geht doch nicht. Dieser Geruch von verbrennendem Öl. Ach, da gehen die Ohrenspitzen immer auf volle Alarmstufe. Oh Gott. Na, kommt denn das jetzt her? Hübscher. Ich würde Ihnen alle Knochen brechen, wenn Papa Brut nicht etwas dagegen hätte. Ganz ruhig. Für Gewalt gibt es keinen Grund. Okay, gehen wir einfach. Können wir noch ein bisschen mich gehen lassen? Oh, hier gibt es die Treppe. Man muss es halt mal nutzen, wenn so ein Schmuggler-Versteck ist, aber die haben ja scheinbar echt nichts extra. Ganz ruhig. Was ist los? Hier wurde mehr Wert auf Quantität als auf Qualität gelegt. Selbst meine Ausrüstung ist in einem besseren Zustand. Und ein oder zwei schöne Schläge rein. Wie in alten Zeiten. Kann nichts tragen. Haben wir denn hier überhaupt irgendwas noch groß zum Looten? Ah ja, wir haben tatsächlich doch irgendwie Hinweise, die wir finden können. Ach krass. Ich dachte das so richtig. Ah ja, heftig. Brennt da die Eisenpfanne ein? Metall! Das Blut ist noch nicht lange trocken.
Wir sollten den Müll entsorgen. Papa Brute wird jeden Augenblick hier sein. Haben sie denn da über den Haufen geschossen jetzt? Nur eine Lootkiste. Nur Loot, nur Loot. Loot, 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 Loot. Trotzdem noch nicht alles. Wir knutschen da mit dem Fisch. Hast du die hier einfach runtergeworfen? Was haben wir denn noch übersehen? Kriechen schon wieder die Monster durch die Gegend, ey. Eklig. Wer auch immer hier so viel Blut verloren hat, hat bestimmt kein gutes Ende genommen. Der Fleck ist fast weg. Guck mal, die Leute zu, wie sie alles wegwischen. Ach, das ist der offizielle Ausgang wieder. Sind wir denn dann hier reingekommen? Von vorne? Katze, nicht da dran kommen, Katzen. Mal versuchen mit der Maus ein bisschen entspannter hier umzusehen. Ich hab das Gefühl, der rennt halt auch einfach so schnell durch die Gegend, dass man gar nicht in Ruhe gucken kann, ob irgendwo was ist. Komisch, ich habe in ihrem Keller eine tote Frau gefunden. Sie haben sie doch nicht von ihren Männern umbringen lassen, oder? Schweigen Sie! Sie machen Mary nur Angst. Hören Sie, sie ist nicht auf meine Veranlassung hingetötet worden, junger Mann. Das versichere ich Ihnen. Und die Schuldigen wurden bereits hart bestraft. Ich habe zwar meine Schwächen, aber Frauen oder Kinder haben darunter nicht zu leiden. Ah, okay. Auf Wiedersehen. Dann haben wir darüber nochmal diskutiert. Man hat ja auch schon gesehen, dass wahrscheinlich der eine da ein bisschen eigenständig agiert hat. Nicht so gut. Konnte aber entkommen. Old Grove Süd. Das ist, glaube ich, das Carpenter-Haus, ne? Da waren wir eigentlich auch schon mal gewesen. Hm, wo Schnellreisepunkt? Schnellreisepunkt hier, der hier oben auf jeden Fall. Das Rockmortem-Haus und das andere ist halt auch hier. Ein Doppelgänger soll hier drin sein. Hey, hey Sie! Lungern Sie hier nicht herum? Nur Arbeiter haben Zutritt zum Grundstück. Sie geben kostenlose Vorräte aus? Ganz schön großzügig. Mr. Carpenter ist ein Stützpfeiler der Gemeinde und spendet selbstlos die Hälfte unserer Vorräte an die notleidende Bevölkerung von Oakmont. Ich suche Arbeit. Das wird doch falsch hier. Man sagte mir, Sie hätten vielleicht etwas. Sicher. Im Keller des Hauses steht ein Sack Kartoffeln.
Bringen Sie ihn her, okay? Alles klar. Dann frisch ans Werk. Ich brauche Vorräte. Können Sie vielleicht etwas erübrigen? Ja, etwas Medizin. Danke. Keine Ursache. Hätte das mal eher... kann ich hier nicht mehr tragen. Ach Mann, ey. Danke, ja. Brauchte ich ganz dringend. Hier ist angeblich ein Doppelgänger im Haus. Nope, 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 nope. Nicht so schnell, Neuankömmling. Niemand geht raus. Salz. Wie viel Salz sie einfach haben. Das ist wieder so ein Statusding. Mit Salz muss man schon ein bisschen mächtig, definitiv. Also, wo sind die Kartoffeln? Noch weiter unten im Keller. Glaube nicht. Die Kartoffeln sind eine Lüge. Der Boss auch. Haben Sie nichts zu tun? Macht der nach. Gestern haben wir noch Neuankömmlinge vermöbelt und heute heuern wir sie an. Nicht so schnell, Neuankömmling. Niemand. Aber die Kartoffeln sind weg. Oh, ich hätte voll Bock auf Kartoffeln. So also Kartoffelbrei. Also. Wo sind die Kartoffeln? Diebstahl hat. Wow. Krass übertreiben wollen sie. Ja, ja, ich stehe einfach direkt oben auf dem Zaun. Lief doch ganz gut. Na? Ich nehme ihre Kartoffeln wieder mit, ne? Bitte, guter Mann, nehmen Sie mir nicht mein Essen weg. Ihr Essen? Das ist Diebesgut. Dieser Sack war für die Hungernden gedacht. Wir sind Hungernde, Mister. Ich und meine Familie. Muss 5 Kinder durchbringen und hab nichts zu essen für sie. Ohne den Sack verhungern wir. Geben Sie sich einen Ruck. Es gibt doch kostenloses Essen. Das verstehe ich nicht. Es gibt oder nicht. Doch kostenloses Essen. Die Carpenters verteilen es an die Leute. Also warum stehlen? Die geben mir nur eine Ration, obwohl ich ihnen gesagt habe, dass meine Frau und meine Kinder zu schwach sind, um herzukommen. Ich guck mal, was ich machen kann. Keine Sorge, ich verstehe Sie. Behalten Sie den Sack erstmal. Ich versuche, eine Lösung zu finden, okay? Oh, danke, Mister. Kauil segne Sie. Sie retten uns das Leben. Aber rühren Sie sich nicht vom Fleck. Ich bin bald zurück. Wenn nicht, dann finde ich Sie. Ich mach Schuhe an, der arme Junge.
Ich glaube, der Tatsache recht. Hatten wir nicht eigentlich wieder mal einen Fähigkeitspunkt? Vier. Ja, ein. Okay. mehr Laden. Breitere Streuung. Mehr Schaden. Ja. Ja. Haben wir die Schroti gelevelt? Gewehrpatron ist was anderes. Haben wir aber noch nicht. Und mehr Sachen rund mit uns rumschleppen. Dann haben wir diesen Ass quasi erstmal fertig. Die Sachen würde ich nicht machen wollen. Die müssen wir nochmal gucken, dass wir noch mehr Zeug kriegen. Ich renne mal nur mit Nahkampfwaffen durch die Gegend, ist vielleicht nicht so gefährlich dann. Haben Sie ein Problem? Es gibt da ein kleines Problem. Was für ein Problem? Einer Ihrer Arbeiter hat den Sack gestohlen. Ich habe ihn erwischt und er wird nirgendwo hingehen, bis entschieden ist, was mit ihm geschieht. Verfluchte Diebe! Das Meer soll sie holen. Ihren Boss wird das sicherlich interessieren. Aber wie ich sehe, haben Sie viel zu tun. Wie wäre es, wenn ich es ihm sage? Ich werde hier in der Tat gebraucht. Vera, gehen Sie zu Mr. Graham Carpenter und melden Sie den Vorfall. Er ist oben. Mhm, oben. Sicher doch. Wir haben unseren Vorwand, um mit ihm zu reden. Danke fürs Durchlassen, Leute. Papa Brut darf nicht den Schlüssel zum Zimmer bekommen. Er hat ihn schon zweimal irgendwo im Haus verlegt. Die Tür gibt nicht nach. What? Sehr schön. Schlüssel gefunden. Die Flasche ist seit Jahren leer. Da glaubt wohl jemand, eine Flasche kann einem ewiges Leben bescheren. Okay. Oh. Waren Sie nicht derjenige, der Robert einen Affenliebhaber genannt hat, Brutus? Brutus Carpenters Tagebuch. Die Sache hat eine unerwartete Wendung genommen. Ich stehe kurz vor einer umfassenden Verjüngung. Ich hätte nicht gedacht, dass es die Glaubensgemeinschaft dieser alten Kirche noch gibt und schon gar nicht, dass sie mir helfen kann. Vielleicht täuscht dieser hohe Priester seine Abneigung gegenüber den Machenschaften meiner Familie nur vor. Oder aber, er versteht endlich, warum ich meinen Verfall aufhalten muss. Und dazu muss ich ihn nur noch treffen. Die Kosten spielen keine Rolle, zumal ich in Oakmont der Einzige bin, der ein ewiges Leben verdient. Morgen ist es soweit. Die Stadt wird einen neuen, jungen Brutus Carpenter zu Gesicht bekommen. Ah ja, der ist ja, der sieht auch tatsächlich ein bisschen jünger aus, ne? Ist ja Brutus? Brutus Carpenter, nehme ich an. Ja. Das ist richtig. Haben Sie etwas zu essen gebracht? Ich bin sehr hungrig. Nein, ich hätte Schrot dabei. Nicht. Ach, dann gehen Sie. Wiedersehen. Das ist wahrscheinlich der Sohn, ne? Gruselig. Hier wohnt jetzt der Daddy in dem Zimmer. Nicht? Tja, die bekommt man nicht, wenn man im Schützengraben bleibt. Brief aus Boston, geschätzter Graham. Ich habe mich sehr über deinen letzten Brief gefreut und weiß es zu schätzen, dass du dich um mich sorgst. Abermals möchte ich dir dafür danken, dass du mir in der Schlacht das Leben gerettet hast. Die Sache mit deinem Gesicht tut mir unendlich leid. Du hättest mich einfach meinem Schicksal überlassen können. Aber das hast du nicht getan und mich damit vor dem Tod bewahrt. Ich stehe für immer in deiner Schuld. Jones.
Mr. Jones. Vergib mir, Vater, denn ich habe gesündigt. Aber das ist doch der Sohn. Also ich glaube, der Brutus ist wirklich das Abbild da, was jetzt so verjüngt aussieht. Das ist super wild. Was ist das schon wieder? Guten Tag. Mr. Carpenter. Mr. Carpenter? Ja, Graham Carpenter. Was kann ich? Ja, genau, er ist es jetzt ihrer Sohn, ne? Arbeiter hat gestohlen. Und zwar Graham ist es so, ich kann mir die Namen nicht merken. Oh. Ich hoffe, meine Männer haben die Sache nicht selbst in die Hand genommen. Noch nicht. Gibt es eine Möglichkeit, das Problem ohne Gewalt zu lösen? Die Familie des Mannes leidet Hunger. Ich werde niemanden bestrafen, der nur versucht, seine Familie durchzubringen. Warum hat er mich nicht einfach um mehr Essen gebeten? Sagen Sie ihm, er kann das Diebesgut behalten. Und falls er mehr braucht, soll er wiederkommen. Vielleicht braucht er ja auch Medizin. Können Sie ihm das hier geben? Viel ist es nicht, aber besser als nichts. Das ist ja nett. Darf ich fragen, warum Sie plötzlich so großzügig sind? Warum verteilen Sie kostenlos Vorräte? Ich will den anderen einflussreichen Familien in Oakmont mit gutem Beispiel vorangehen. Gemeinsam könnten wir die Stadt zu einem besseren Ort machen. Zumal die Menschen nach der Sache mit dem vergifteten Fisch nichts mehr zu essen hatten. Ich musste zur Tat schreiten, um eine Hungersnot zu vermeiden. Naja, gut, dass sich da jemand kümmert. Wir haben natürlich nichts vergiftet. Danke. Nein, nein. Ich dachte, Brutus sei der Kopf der Familie Carpenter. Hat sich das etwa geändert? Nee, ganz und gar nicht. Mein Vater hat immer noch das Sagen. Ich habe lediglich einige seiner Pflichten übernommen. Er ist nicht mehr der Jüngste und braucht mehr Ruhe. Der ist fake. Fake. Nett. Trau dem nicht. Verbrenn ihn. Der hier ist okay, aber der andere nebenan ist nicht okay. Eine Kriegsverletzung. Verzeihen Sie, aber ich möchte nicht darüber reden. Auf Wiedersehen. Problem ist nämlich, dass sein Dad eigentlich gar nicht hier ist. Er versteckt sich. Was gibt hier noch so ein zweiter so Doppelgänger halt? Ah, das ist auch mal wieder ein schönes Bild, ne? Das geht immer überall. Und der sieht halt wirklich jünger aus, ne? Guck mal, der hat sogar richtig braunes Haar. Der andere war ja komplett grau. Der säuft einfach nur irgendwelche Tinkturen. Was gibt's, junger Mann? Dann geben wir ihm immer das erste Hilfeset noch ab. Ui. Alles klar, so wunderschönen Tag dir noch. Schönen Sonntag, bis dann. Ich will eigentlich auch nur noch diese Quest, in Anführungsstrichen, beenden. Mal gucken. Da bin ich wieder. Sie können aufatmen. Sie dürfen den Sack mitnehmen. Kauil segne Sie, Sir. Dank Ihnen haben meine Kleinen heute was zu beißen. Hören Sie, ich habe Carpenter Ihre Lage erläutert. Sie sollen vorbeikommen, wenn Sie wieder etwas brauchen. Er wird sich um Ihre Familie kümmern. Echt? Wusste nicht, dass Mr. Carpenter so großzügig ist. So kenne ich die Familie gar nicht. Danke nochmal, mein Freund. Sie meinten, die Carpenters hätten sich geändert. Wie waren sie denn früher? Er gönnt wieder jemand gar nichts. Hey, vergiftete Hilfsätze. Es bleibt unter uns. Früher waren sie böse. Sehr böse. Verbrecher und Mörder waren das. Hat Brutus, das Familienoberhaupt, mehrere Frauen missbraucht und ist ungeschoren davongekommen. Furchtbar. Man bezeichnet sie als große Familie und in Oakmont haben sie das Sagen, zusammen mit den Throgmortons und Blackwoods. Von denen müssten sie auf der Hut sein. Springen wir nicht so rum. Hey, hören Sie. Ich habe eine Überraschung für Sie. Eine Überraschung? Mann, Kuko. Was denn? Kleines Fatcat, ey. Weiß genau, dass sie hier nicht vorbeikommt, trotz erst so durchzwecken hier. Carpenter bat mich, Ihnen das hier zu geben. Möge Kauil ihn und seine Großzügigkeit segnen. Danken Sie ihm herzlich von mir.
Sachen mal überreicht. Da fehlt noch was. Irgendwas stimmt hier noch nicht. Vielleicht sollen wir hier erstmal noch gucken. Brutus darf ein... Nee. Cram will sich hier nämlich kümmern. Cram ist gut, mutig. Mit den Familientraditionen zu brechen. Er will die Dinge wirklich zum Besseren wenden. Zum Brutus hier? Nein. Brutus wird sich nie ändern. Sobald er wieder die Geschicke seiner Familie lenkt, wird er so weitermachen wie bisher und wieder morden. Also den Tod vor Augen wurde dadurch milder. Er versteht nun, wie wertvoll das Leben ist. Ja, haben wir ja mitbekommen. Aber das hilft uns gerade noch nicht, den Fall hier irgendwie voranzutreiben. Wir haben die Schlüsselhinweise. Katze, du kitzelst mich komplett hier mit deinem Schwänzchen. Weil wir aber nicht so schnell abschließen. Ich würde wenigstens gerne alle Infos in dem Haus sammeln. Geben täglich zwischen 9 und 17 Uhr Essen, Medikamente aus. Hört sich doch nett an. Ach, bei Kauil. Eine gute Schlägerei wäre jetzt was. Haben Sie nichts zu tun? Sachen geklärt. Dachte, ich krieg dafür ein Fleißbienchen, Manu. Ich will doch nur ein paar Fleischbienchen sammeln. Fleisch. So. Jetzt sitzt die Katze wieder so halb im Weg. Trotzdem nochmal die Maus. Guck mich hier nochmal durch. Joink. Hier ist nichts. Wunderbar. Okay, ganz sicher diesmal. Aber hatten wir hier nicht noch irgendwie Sachen gesehen gehabt, die verdächtig waren? Also hat einfach diese Klamotte. Ich glaube, es war von ihm, weil er sich halt so getarnt hatte als Mitarbeiter und dann hat er das Essen geklaut. Natürlich, Michi. Na, kommst du doch klar, gewisse Orte zu finden? Orte finden ist nicht das Problem, aber Hinweise. Gewisse Orte. Junge, Junge, Junge. Wie geht's dir? Was macht das Leben? Oh, Patronenhülsen. Neues. Kohle. Hier haben wir aber eigentlich auch eigentlich mit alles mitgenommen, ne? Supi. Das ist ja irre. Freut mich, sehr schön. Und ja, kann mich auch nicht wirklich beschweren, ja? Passt soweit? Passt soweit. Kommen wir da noch durch? Nö. Da kannst du direkt im Weg sitzen. Einen Ort mit einer Zeitung finden. Aus der Bibliothek, nie gefunden. Es ist ja auch nicht immer Bibliothek, das ist die Sache ist die, ne? Du kannst ja die Hinweise, was war das? Kannst du ja anstecken, dass die da oben in der Ecke angezeigt werden. Und wenn du im richtigen Archiv bist, nur dann hast du nochmal ein Icon da. Und wenn du im falschen Archiv bist, so wie ich das eine Zeit lang hatte am Anfang, da kannst du lange suchen. Und wenn es nur die Ortbeschreibung ist, die du nicht findest, naja, da hatte ich auch... Wann war denn das? Donnerstagabend? Nee, Freitagabend? Struggle? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Wann war denn das? Zu lange her. Den einen Abend, wo wir irgendwie ganz, ganz spät gemacht... Ich glaube, das war Freitag. Ich weiß es gerade auch nicht mehr. Ganz, ganz spät gespielt, irgendwie keinen Sauerstoff bekommen. Ich war eigentlich schon ganz geistig abwesend. Und da habe ich festgestellt, ja, wir sind dreimal gefühlt vorbeigerannt oder so. Stimmt etwas nicht? Das sagt einem das Spiel aber auch nicht. Ich war dann halt auch der Meinung, dass es halt nur das eine Archiv in der Bibliothek und in der Zeitung da gab.
Wusste aber nicht, dass man bei der Polizei auch nachgucken konnte. Ich dachte, bei der Polizei macht man vielleicht noch was anderes oder sowas. War nicht der Fall. Mir fehlt irgendein Hinweis. Ah. Waren Sie nicht derjenige, der Robert einen Affenliebhaber genannt hat, Brutus? Spät war gestern, ja, spät, also wirklich spät war gestern. Was gibt's, junger Mann? Aber der Unterschied war, dass ich einfach komplett die Tür offen hatte und die ganze Zeit auch noch dahinter im Raum Sauerstoff herkam. Mit offenem Fenster und so. Und bei mir hier will ich ungern ein Fenster aufmachen, weil ich habe die ganze Zeit irgendwelche Terrasse und so. Das lohnt gar nicht. Was haben wir denn noch nicht angeguckt? Was fehlte noch? Ich find's nicht. Find ihr ja nicht. Gequakt und gelootet. Was da los? Ich will da nur noch irgend so eine kleine Kleinigkeit hier mitnehmen und dann können wir gehen. Gib mir noch den letzten Hinweis mit. So, die Bilder dürfen wir nicht mitnehmen. Das ist nicht schon sehr geil. Zigarettenstummel auf dem Boden. Na, ganz toll. Nee, hätte ich nicht geduldet so. Also, wir haben alle Schlüsselhinweise. Aber es fehlt wieder irgend so ein kleines Ding, was wir noch nicht angeguckt haben. Ich weiß nicht, was und wo. Wahrscheinlich im Keller, weil er so vollgestellt ist. Dun, 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 dun. Ein Eimer, noch mehr Dosen. Noch mehr Dosen. Oh, Katze, du kannst doch jetzt nicht hinsetzen. Das ist so unbequem. Also vor allem für mich. Ist ihr egal. Was gibt's denn hier für Hinweise? Das ist mal ganz fies. Das ist der Keller. Der ist geflutet. Da geht's nicht rein. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Vielleicht gucken wir beim nächsten Mal nochmal in Ruhe. Habe ich mit den Leuten über alles gesprochen? Ich check nochmal eben. Was gibt's, junger Mann? Sie sind nicht echt. Können wir darüber reden? Stimmt etwas nicht? Okay. Ja, einiges stimmt nicht. Ja, die bekommt man nicht, wenn man im Schützengraben bleibt. Hier! Yeah. Ein kleines Bild. Paris. Paris. Im Dezember 1918. Direkt nachdem die Waffen geschwiegen haben. Das Gesicht kommt mir bekannt vor. Dün, dün, dün. War das nicht unser Professor? So, haben wir fertig. Naja, fertig ist so relativ. So, den nächsten Hinweis hätten wir dann in Retail Süd. Im Krematorium. An der Ecke Wayne Road. Phillips Street. Das ist hier. Mal gucken, irgendwas davon. Das sieht ja alles aus wie Friedhof. Finden wir dann schon, wenn es soweit ist. Wird ihr noch geschlachtet oder was? Sag mal. Beherrschung hier, bitte. Nee, aber ich hätte mir jetzt ganz entspannt was zu essen kochen. Das wird eine Weile dauern. Dann schön essen. Dann vielleicht noch mal ein Filmchen gucken. So ein bisschen Sonntag eben genießen. Ja, Katze. Du bist gerade im Weg.